Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Talk heute über die sogenannte neue Rechte, die neue Rechte, die sich selbst so bezeichnet. Wir wollen heute darüber reden, was denn der Unterschied ist zwischen der neuen Rechten von der alten extremen Rechten. Sie sagen nicht mehr Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, Schutz des weißen Volkes, der Deutschen. Macht sie das vielleicht deswegen auch besonders gefährlich? Neben diesen neuen Rechten, die sich teilweise identitäre Bewegungen nennen, gibt es auch die Reichsbürger. Die fallen auch nochmal anders auf, weil sie auch eine ganz bestimmte Art von Sprache haben. Was sind die Ziele dieser Gruppe? Auch darüber reden wir heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Andreas Speit, einem renommierten Experten auf diesem Gebiet seit sehr, sehr vielen Jahren. Herr Speit, herzlich willkommen. Und danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Herr Speit, Sie sind Sozialökonom, Journalist, Publizist. Sie schreiben seit sehr, sehr vielen Jahren und forschen vor allem seit sehr vielen Jahren über die komplette Szene, über Neonazis in Nadelstreifen, über die Frauen in der Naziszene, über die völkische Landnahme, über die Reichsbürger, über die Rechtspopulisten, die neue Rechte. Sie haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten und ganz kleine Auswahl, 2008 den Grimme Online Award oder 2012 den Sonderpreis Rechtsextremismus im Spiegel der Medien von Deutschen Journalistenverband. Das habe ich jetzt also gesehen und war ganz, ganz beeindruckt von Ihren langjährigen Erfahrungen auf diesem Gebiet und habe mich gefragt, warum tun Sie das seit so vielen Jahren, so intensiv mit einem Thema, was eigentlich einen ja auch belastet, würde ich fast schon sagen. Warum tun Sie das und was macht das mit Ihnen? Ja, ich glaube, das kann ich nur ganz vorsichtig beantworten. Und man macht es sich, glaube ich, auch manches Mal ganz einfach, wenn man so tut, es gäbe da so klare Wege, klare Linien. Rückblickend kann ich sagen, dass ich sehr früh aus meinem ersten Berufstätigkeitsfeld im Behindertenbereich sehr früh Berührung mit Esoterik hatte und mich ein wenig gewundert habe. Und ich habe mich dann noch mehr gewundert, warum Eugenikärzte, also von den T4-Aktionen bei den Euthanasie-Maßnahmen gegen behinderte Menschen, da so unglaublich viele waren, die wir auch eher so der alternativen Szene zuzählen würden. Also Ärzte, die aus dem alternativen Kontext kommen. Und ich habe in diesem Zusammenhang dann sehr früh eigentlich zu rechter Esoterik gearbeitet. Und es hat sich dann im Laufe der Jahre dann eben weiterentwickelt. Und in dem Zusammenhang gab es immer neue Herausforderungen. Und was man, glaube ich, immer ein wenig vergisst, bei diesen Recherchen und auch den harten Auseinandersetzungen trifft man auch immer Menschen, die sich dagegen engagieren. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, wo ich immer wieder merke, dass man sich da gegenseitig auch bestärkt. Abgesehen davon halte ich es für dringend geboten, als Journalist oder Journalistin zu diesem dramatischen politischen Phänomen auch eindeutig und kontinuierlich zu arbeiten. Gerade die Kontinuität der Arbeit ist dringend geboten, um lange Linien zu erkennen, personelle Vernetzungen, aber eben auch ideologische Gemeinsamkeiten, die ja oft unter anderem durch die neue Rechte versucht wird, zu verdecken, zu überdecken. Und da haben wir die Erfahrung im Übrigen auch gemacht, da sage ich auch bewusst wir, weil wir immer im Team zusammenarbeiten, dass eigentlich, da es von zentraler Bedeutung ist, genauer kontinuierlich zu schauen. Und je mehr wir das gemacht haben, desto mehr sind wir dann auch angefeindet worden, weil wir genauer Einblicke bekommen haben. Wir dann wussten auf dem Parteitag, ach guck mal, der hat mit denen gesprochen, ach guck mal, der war bei dem völkischen Lager. Dann binden sich Phänomene zusammen und man kriegt einen gesamten Blick und kann dann auch, sage ich mal, analytischer recherchieren und auch berichten. Und weil Sie gerade sagten, Anfeindungen, bekommen Sie Anfeindungen? Sie sind bekannt in der Szene, denke ich mal. Was macht das mit Ihnen? Wenn ich es ganz vorsichtig sagen darf, glaube ich, dass Journalistinnen und Journalisten, die zu dem Thema arbeiten, grundsätzlich damit rechnen müssen. Mhm. Und ich kann da auch nur für mich persönlich anmerken, ich bin weiß, ich bin ein Mann und ich habe mich für das Thema selbst entschieden. Andere Menschen, die sich nicht selbst entscheiden konnten, sind wesentlich stärker im Visier von Rechten. Und ich glaube, das sollte man bei dieser Debatte nicht vergessen. Und in dem Zusammenhang könnte ich jetzt auch auflisten, wo wir bepöbelt worden sind, angegriffen worden sind, wo man uns nachgestellt hat, wo man uns anwaltlich versucht hat, mundtot zu machen oder eben auch tatsächlich man auf Todeslisten landet. Aber da kann man auch nur sagen, auf Todeslisten im rechten Milieu standen so viele renommierte Journalistinnen und Publizistinnen, da kann man eigentlich nur sagen, danke, dass man mich in diese Tradition gestellt hat. Ja, in einer Tradition zu stehen, dass man
aufdeckt und quasi eigentlich auf seine Art und Weise mit seiner Professionalität auch Widerstand leistet über Jahre hinweg. Extreme Rechte sind grundsätzlich rassistisch, lehnen seit jeher die parlamentarische Demokratie ab und fordern eine autoritäre Führung, damals und heute. Herr Speit, Sie sind jetzt der Beobachter und der Forscher von dieser Szene schon seit sehr vielen Jahren. Es hat sich aber etwas geändert. Wir reden heute von der neuen Rechte, beziehungsweise so nennen Sie sich ja selbst, die neue Rechte. Ich kenne noch als Jugendliche die Springerstiefel-Fraktion, die durch mein Dorf gelaufen ist und Ausländer rausgeschrien hat. Ich persönlich habe Migrationshintergrund und ich habe mich angesprochen gefühlt in dem Land, in dem ich geboren wurde. Die kannte ich also und habe sie gespürt und ich kannte auch noch, als die Republikaner die ersten Plakate geklebt haben. Und alles war so abstoßend und widerlich. Und jetzt kommen die neue Rechte. Was ist das für eine Kontinuität? Was ist das für eine Tradition? Wie stehen die zusammen? Ja, ich muss da leider einschieben, dass das Phänomen der neuen Rechten eigentlich auch eine Widerspiegelung von unserem Verständnis von Rechtsextremismus ist. Die neue Rechte gibt es eigentlich schon seit 1968. Da sind die ersten Versuche mit verschiedenen Diskussionszirkeln, Publikationen, die Argumentation zu aktualisieren, moderater sich zu präsentieren. Einer der führenden Vordenker, Alain de Benoist aus Frankreich, die Nouvelle Droite, ist auch Vorbild für die deutsche neue Rechte, hat ziemlich provokant formuliert, 1980 schon, die alte Rechte ist tot, sie hat es wohl verdient. Diese neue Rechte versucht tatsächlich vor allem strategisch gesprochen im vorpolitischen Raum Denk- und Verhaltensmuster durch diskursive Verschiebungen zu beeinflussen und dann hoffen sie, dass die bestehenden Verhältnisse ins Wanken kommen. Sie sprechen dort eben um den Kampf um die Köpfe, den Kampf um die Kultur und das ist eigentlich ein Phänomen, was wir ja ab 68 haben und wir haben leider immer uns darauf konzentriert, auf dieses dumpfere Milieu, ja, eben dieses Bild Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel. Wie gesagt, es gab beides von Anbeginn. Und auch das ist ein Phänomen, was wir immer wieder erleben, dass man sehr schnell in der Mitte der Gesellschaft dazu neigt, dieses Phänomen so in seiner radikalsten Form zu sehen, abstoßend, gewaltbereit, alkoholisierend und man nicht den Mut hat zu gucken, Moment mal, sind da nicht Personen auch aus meinem Umfeld, die sich beispielsweise in einzelnen rechten Ressentiments vielleicht verirrt haben oder die auch ganz offen propagieren. Wir tun immer so, als ob diese Phänomen von uns weg wäre. Dieses Personal der neuen Rechten ist meist akademisch geprägt, hat pädagogische Ausbildungen, sind Lehrerinnen und Lehrer, sind Publizisten, also mitnichten randständige Persönlichkeiten, aber man tut immer so ein wenig das so wegschieben. Und ich befürchte, um es ganz deutlich zu sagen, das ist auch einer der Gründe, warum wir ein bisschen sprachlos geworden sind, als auf einmal dieses Phänomen Pegida, AfD da war. Auf einmal stellte man fest, es gibt intellektuelle Rechte. Ich kann das nur zynisch sagen, die gab es nach 45 sehr wohl, sehr viel. Armin Mohler, einer der führenden Köpfe der neuen Rechten, hat schon 1950 das Buch Die konservative Revolution geschrieben, in dem er genau versucht, die konservativen Revolutionäre Ernst Jünger, Karl Schmidt, Oswald Spengler und als nicht verantwortlich für den Nationalsozialismus zu präsentieren, damit auf diese Person, und das tut die neue Rechte als zweites gemeinsames Merkmal, sich beziehen zu können. Und da hat man auch lange sich nicht groß mit auseinandergesetzt. Ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber ich kenne noch viele Gespräche in Redaktionen, da kam es immer darauf an, welche Redaktion, dann hieß es entweder Herr Speit oder ach Andreas, da treffen sich neurechte Theoretiker in neurechten Kreisen und diskutieren neurechte Themen. Das klingt ja sehr esoterisch, sprich nicht interessant. Und das ist meines Erachtens einer der Fehler, warum wir heute auch ein bisschen wort- und sprachlos sind und oft überfordert sind, wenn dann neurechte Argumentationsmuster, die sehr schnell eigentlich zu entlarven sind, beispielsweise auch von AfD-Politikerinnen und Politikern kommen, wir dann erstmal gar nicht wissen, wie damit umzugehen haben. Kurz gesagt, unsere Wahrnehmung des Phänomens hat dazu geführt, dass sie eben auch mit so erfolgreich sein konnten. Wir gehen später nochmal tiefer auch auf diese sprachlichen Aspekte ein oder auch die Wahrnehmung. Ich möchte aber kurz sozusagen ein bisschen zum Definitionsblock einschieben. Identitäre Bewegung, die nennen sich ja selbst Bewegung, Identitäre. Warum nennen die sich nicht Neo irgendwas? Oder warum nennen die sich so? Was sind ihre Ziele? Was sind ihre Aktionen? Was tun die Menschen? Die Identitären sind tatsächlich keine Bewegung. Diese Selbstbezeichnung drückt natürlich viel mehr Kraft aus, die sie tatsächlich so gar nicht haben. Das ist bei der Reichsbürgerbewegung ähnlich. Auch das ist keine Bewegung, sondern es sind zentrale einzelne Figuren, Projekte und Gruppen.
Die Identitären, denke ich, haben sich den Titel selbst zugelegt, Identitär, weil das für sie der zentrale Punkt ist. Sie sehen die eigene Identität grundsätzlich fundamental massiv gefährdet. Und Martin Sellner, ich habe das vorgetragen, deutet das an. Und ich sage es jetzt etwas radikaler. Die Idee, dass der große Austausch läuft, den René Camus in einem Essay formuliert hat, den Götz Kubitschek dann in seinem Antaios Verlag in Deutsch publiziert und damit auch hier sozusagen mehr zum Thema gemacht hat, ist, dass die Eliten in Wirtschaft und Medienpolitik daran arbeiten würden, die ureigene Bevölkerung auszutauschen, das autochthone Volk. Und damit würde unsere Identität als Europäer, als Deutsche, als Weiße verloren gehen. Bis hin, und das meint Martin Sellner, und das muss man sich wirklich genau anschauen, ja, wenn er dann schreibt, wenn wir es jetzt nicht stoppen, haben wir verloren, da wird der ganze Biologismus deutlich. Der meint damit, die biologische Substanz geht jetzt verloren, wenn wir es nicht stoppen. Da merkt man eben auch, das ist Blut und Boden. Das kommt poppig daher, es ist Blut und Boden. Und da wird natürlich in dem Zusammenhang explizit betont, dass eben auch die eigene Identität grundsätzlich gefährdet wird. Ehrlich gesagt, den Volkstod hat aber auch schon die NPD beklagt. Da sind eben auch die ideologischen Gemeinsamkeiten. Es wird rhetorisch anders präsentiert, aber die inhaltliche Substanz ist oft mehr gemein, als man im ersten Moment vielleicht so sieht. Und auch der Attentäter in Neuseeland hat sein Pamphlet, der 51 Menschen ermordet hat, gegen den großen Austausch überschrieben. Man kann darüber streiten. Martin Sellner war im Verdacht, weil der Attentäter eine größere Spende der Identitären Bewegung zukommen ließ. Da wurde ermittelt und recherchiert von staatsanwaltschaftlicher Seite, ob da vielleicht mehr Bindungen da sind. Halte ich für gewagt, ist auch nichts rausgekommen. Ein Jahr vor dem Attentat hat er die Spende gemacht. Da kann man sagen, okay, strukturell keine Nähe, aber ideologisch doch. Knallharte inhaltliche Gemeinsamkeit. Aber Sie sprechen eben nicht dumpf quasi, was wir vorhin hatten, von Ausländer raus, sondern Sie sagen, Sie haben vorhin angesprochen, Ethnopluralismus. Sie benutzen andere Begriffe wie sowas wie Remigration, was nichts anderes heißt als Ausländer raus oder Migranten raus. Es ist ein bisschen wissenschaftlicher, ein bisschen weniger plump. Auch da eine bewusste Strategie, dass man andere Begriffe benutzt. Ja, natürlich. Und man gibt sich auch unglaublich elitär und heroisch und man gibt sich auch sehr akademisch. Aber mich erinnert das auch manches Mal so ein bisschen daran, wenn ich es vorsichtig sagen darf, da sollte man sich auch einfach nicht gleich blenden lassen. Nur weil da groß gesprochen wird, heißt es noch lange nicht, dass da große Gedanken sind. Sondern dass man da eher genauer hinschaut, was heißt denn das eigentlich? Dass man dann auch nachfasst und sagt, so, ihr sagt also nicht mehr Rasse, sondern Ethnie. Aha, wie definiert ihr denn eigentlich Ethnie? Und dann, wenn man nach und nach fragt, merkt man, dass es immer schwammiger wird, weil sie wissen, sie müssen irgendwann Rasse sagen, können es aber nicht sagen, weil es selbst entlarvend ist. Aber wenn sie zum Beispiel die identitäre Bewegung sagt, wir sind Erbe und Träger einer kulturellen Identität. Erbe und Träger einer kulturellen Identität. Das ist völkischer Nationalismus mit biologischen Einschlägen. Und ich glaube, das muss man dann auch deutlich herausarbeiten. Dann denken wir es nochmal zu Ende. Was bedeutet denn dann zum Beispiel Remigration für diese Menschen? Wir haben in Karlsruhe einen Anteil von Menschen, die irgendwann mal gewandert sind oder wie ich hier geboren, aber einen Migrationshintergrund haben und natürlich einen deutschen Pass. Diese Menschen sind ungefähr 30% hier in Karlsruhe. Bedeutet Remigration für die identitäre Bewegung als letztes Ziel raus mit diesen 30% der Karlsruher? Ja, letztlich ja. Weil in diesen Kreisen tatsächlich auch niemand deutscher Staatsbürger ist, der einen deutschen Pass hat. Hier kommt es knallhart auf die Herkunft an. Und die Vordenker der identitären Bewegung in Frankreich sagen das noch deutlicher. Man kann sich noch weiß Gott wie anpassen, es wird immer ein Fremdteil bleiben und den wollen wir nicht. Und dann wird es eben elegant mit Remigration ausgedrückt. Das heißt nichts anderes als Ausländer raus, beziehungsweise, um es deutlich zu sagen, alle raus, die sie als Nichtdeutsche definieren. Und da merkt man auch die Radikalität dieses Denkens. Sie maßen sich an zu bestimmen, wer hier deutsch ist. Und sie maßen sich dann auch dementsprechend, wie sie das nennen, mit wohltemperierter Grausamkeit Konsequenzen zu ziehen. Davon spricht beispielsweise Björn Höcke in seinem Gesprächsband, wo er das explizit betont. Das wird nicht leicht, das wird hart, aber wir schaffen das. Aber Sie sagen, wir sind nicht rassistisch und vor allem sind wir sehr friedlich, weil wir finden ja die ganzen Menschen in ihren jeweiligen Ländern ja gar nicht rassisch irgendwie problematisch oder minderwertig, sondern wir wollen eine homogene Gesellschaft haben, weil nur das ist eine friedliche, glückliche Gesellschaft, weil sie homogen ist. Also geht es Ihnen ja darüber hinaus möglicherweise auch um was Größeres, nämlich Homogenität zu erzwingen in einer Gesellschaft.
Ja, das ist auch schon ein Gedanke von Carl Schmitt, eben einer der Vordenker der neuen Rechten aus dem Spektrum der konservativen Revolution, dass eine homogene Gemeinschaft, und hier muss man auch wirklich mit dem Begriff Gemeinschaft arbeiten, die vermeintlich natürlich biologisch gewachsen sind und nicht Gesellschaft, die kulturelle Entwicklungsprozesse von Menschen miteinander sind, macht das explizit. Er hat schon sehr früh den Gedanken, der dann später als Ethnopluralismus kommt. Nur homogene Gemeinschaften, die auch das Fremde ausscheiden können, sind in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und gerade aktuell beispielsweise gibt es Strategiepapiere, unter anderem auch von Martin Sellner, wo er höflich darauf hinweist, was wir jetzt gerade in den USA erleben oder auch bei der Corona-Krise, da hoffen die eigentlich auf vorkriegsbürgerliche Zustände. Nämlich in deren Logik, dass jetzt die autochthone Bevölkerung merken würde, ach, all die Fremden, die sind nicht Teil der Schicksalsgemeinschaft, die stehen jetzt gar nicht zusammen, die fahren mit Autokurses durch die Gegend, machen Riesenpartys und hoffen eigentlich, dass dadurch die Anfeindungen stärker werden und der Gedanke des Ethnopluralismus mehr in der Mitte der Gesellschaft präsent wird. Das heißt, dass Sie diesen völkischen Aspekt, dieser Volkswille, ein Volk tatsächlich auch in Ihrer Sprache benutzen, weil ich finde, dass er, kann ich mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen, dass heute in unserer modernen Gesellschaft, lange nach dem Dritten Reich, Begriffe wie völkisch, Volk tatsächlich noch zieht und dass Sie das wirklich benutzen. Man muss das vielleicht ein bisschen vorsichtiger formulieren. Es zieht natürlich bei den Menschen, die schon eine vorgefasste Disposition dazu haben. Ich kenne das immer wieder, dass beispielsweise Aussteigerinnen und Aussteiger sagen, ja, ich bin da ja nur hingegangen, weil ich wollte irgendwie Gemeinschaft, ich war irgendwie einsam. Da kann man dann ganz höflich, und manches Mal sind die Personen dann auch ehrlich und sagen dann, naja, eigentlich fand ich, jetzt bitte verzeihen Sie es, Türken schon immer scheiße. Weil wenn man nämlich nicht eine vorgefasste rechte Ressentimentspalette in sich hat, dann findet man die Sprüche nicht gut, die Musik nicht gut, die Klamotten nicht gut und. Und so ähnlich ist es auch bei der neuen Rechten. Man muss eine Vorgefasstheit von Positionen haben, um sich dort einzubringen. Ansonsten wird man wie Sie kopfschüttelnder sitzen und sagen, ja, aber das kann doch nach dem Nationalsozialismus doch gar nicht der Fall sein, dass man auf solche Begrifflichkeiten sich noch zurückzieht, gerade in der großen historischen Linie der schwersten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte. Aber das wird dann ausgeblendet. Das ist auch die Idee der identitären Bewegung und der gesamten neuen Rechten. Wir beziehen uns eben auf die Vordenker, ja, ab 1918 bis 1933 und tun so, als ob die mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun hätten. Das stimmt nicht ganz. Man muss hier deutlich sagen, man muss sich die einzelnen Biografien sehr genau anschauen. Viele von denen waren sehr wohl bei der NSDAP, viele von ihnen fanden die NSDAP einfach zu pöbelhaft. Ernst Jünger fand die einfach, das ist so ähnlich wie es bei den konservativen Revolutionären auch Kritik an Hitler gab, weil der war ja nicht mehr Offizier. Also auf so einer Ebene. Gleichzeitig gab es aber auch Personen, die in den Machtkämpfen beispielsweise und bei der Etablierung der NSDAP, wie unter anderem Edgar Julius Jung, ein weiterer Vordenker aus dem Spektrum der konservativen Revolution, der dann auch wirklich ermordet worden ist. Also man muss sehr genau schauen, so einfach ist das nicht, wie Sie es machen wollen, damit Sie quasi aus dem Schatten des Nationalsozialismus, aus dem Schatten von Auschwitz heraustreten können. Aus dem Schatten der Altnazis und der Neonazis mit ihren Springerstiefeln heraustreten, ist ja auch Strategie, eben wir haben es vorhin darüber gehabt, nicht mehr so plump zu sprechen, sondern sozusagen eher ein bisschen intellektuell. Aber es gibt auch noch andere Strategien. Dutschke, eine Protestbewegung der Linken, die sozusagen auch heute anerkannt ist als eine gesellschaftsverändernde Protestbewegung. Aktivitäten, Aktionen, die aus genau dieser Protestbewegung, aus genau dieser APO auch stammen, zu übernehmen, Flashmobs und andere Bereiche und vor allem junge Menschen zu aktivieren und an sich zu binden. Ist das auch so etwas, was da Erfolg hat? Schaffen Sie es mit diesen Aktivitäten, junge Menschen an sich zu binden? Ja, in den letzten Jahren ist Ihnen das einigermaßen gelungen. Man muss aber auch sagen, das wissen wir aus internen Unterlagen, dass dort nicht jeder Mitglied werden kann. Da gibt es ein Verfahren. Mich hat das ein bisschen erinnert an mein BWL-Studium, wo solche Fragen sind, wo siehst du dich in welchen Jahren in der Bewegung? Da merkt man schon, dass die ein bisschen anders ausgerichtet sind, elitär, hierarchisch. Also das ist nicht eine Jugendgruppe, wo man einfach mal mitmachen kann und dann macht jeder mal so seine Aktion. Das ist klar getaktet, autoritär strukturiert, damit das auch vom Labeling und vom Logo alles identisch und einheitlich ist. Man muss jetzt aber auch gleichzeitig sagen, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Ideen und die Argumentation der identitären Bewegung bei jungen Leuten angekommen ist. Auch in den tiefsten Provinzen oder auch beispielsweise in Niedersachsen,
wo ich einen Vortrag halten durfte, ich muss jetzt nicht die Stadt nennen, mittelgroße Stadt, wo dann der Leiter des Gymnasiums sich hingestellt hat und wir haben solche Jungs. Also es ist präsenter, als man denkt, aber nicht als feste Mitglieder, aber die Ideen und die Argumentationsketten haben wir. Weil es auch attraktiv ist, weil es poppig ist, weil es fancy ist, weil es gibt wohl ein neues Computerspiel, was Identitäre auf den Markt geschmissen haben, glaube ich auch kostenlos. Es gibt Aktionen, die oder Hipster-Bärte, Poster-Girls, Produkte, also alles so ein bisschen hipper, moderner, auch Teil der Strategie natürlich. Ja, auch Teil der Strategie, aber tatsächlich muss man erfreulicherweise sagen, und das räumt Götz Kubitschek auch und Martin Sellner ebenso ein, sie haben ihren Peak offensichtlich überschritten. Mit Peak ist gemeint, dass sie diesen Effekt, sie machen eine Aktion, wo sie wirklich, das muss man vielleicht nochmal einschieben, Aktionen sind Aktionen, es kommt auf den Inhalt an. Wenn die auf die Straße eine Blockade machen, klauen sie nicht das Konzept von Blockaden. Sie machen halt eine Blockade. Man hätte auch berichten können, Gott, wie langweilig, ich habe da keine eigenen Ideen. Wäre ja auch mal eine Antwort gewesen. Aber tatsächlich hat man auch da lange die Diskussion geführt, oh, die nehmen linke Aktionsformen, wie ist das überhaupt möglich? Aktionen sind Aktionen. Es kommt auf den Inhalt an. Und beide, Götz Kubitschek und Martin Sellner, betonen eben, dass dieser Effekt von ihren Aktionen und die Medien berichten, und das strahlt dann nochmal aus, neben ihren eigenen sozialen Medien, ist eingeschränkt, weil die Medien gemerkt haben, also wirklich die Medien an der Stelle, nach der Berichterstattung beim Brandenburger Tor, wo wirklich in Echtzeit die Bilder durch die Medien geschossen sind, dass sie Teil der PR geworden sind. Und seit diesem Punkt ist es eher so, dass es immer wieder Aktionen gibt, aber die kommen kaum noch in den Medien vor, finden auch keine große Resonanz. In Hamburg beispielsweise haben sie eine große Aktion gestartet beim Marathon. Es wurde kleinst darüber berichtet und das war's. Sie haben riesen Transparente in mehreren Stellen hingehängt, also sehr aufwendig alles. Wir haben das dann auch selbst ins Netz gestellt. Aber das ist vorbei und aus einem ganz banalen Grund in den Medien, aber auch tatsächlich mittlerweile auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz, ist die identitäre Bewegung eingeordnet als eine rechtsextreme Bewegung. Und damit ist diese Mimikrie endlich vorbei, die sie gemacht haben. Und dass da auch jetzt deutlich wird, gut, wer da mitmacht, macht bei einer rechtsextremen Gruppe da mit. Ein spannendes Dilemma auch, wenn man sozusagen das eben sich nicht einspannen lässt in diese PR-Aktionen, weil diese Aktionen sind nur wegen der PR ja auch da, wenn man sich nicht einspannen lässt als Journalist, als Medium, dass man dann auch den Vorwurf der Lügenpresse dann wieder kennt oder erfährt. Das habe ich in anderen Bereichen auch schon mitbekommen, als es um Corona-Demonstrationen ging und dann irgendwelche Aktivitäten nicht dargestellt wurden, weil sie nicht relevant waren. Dann hieß es ja, siehst du, die Lügenpresse verheimlicht das. Man muss ja da auch Entscheidungen treffen. Bevor ich nochmal tiefer in zwei, drei andere Punkten eingehe, auch zu dem Thema Ursachen oder vielleicht nochmal zum Kulturkampf, was mir wichtig ist, Herzen und Gehirne zu bekommen, möchte ich doch kurz auf die Reichsbürger eingehen, weil es natürlich auch bei uns auf dem Titel steht und weil wir uns darüber auch ein bisschen unterhalten wollen. Die Reichsbürger, die fallen natürlich auf, weil die so eine Art ein anderes Image haben, gewalttätig, gewaltbereit, ganz krude, verschwörungsideologisch. Wie würden Sie die Reichsbürger beschreiben? Welche Rolle spielen die auch quantitativ und welche Gefahr geht von denen aus? Vielleicht darf ich noch eins vorweg einschieben, weil ich es eben ausgeblendet habe. Die identitäre Bewegung ist auch bei Gewalttaten beteiligt gewesen. Es hat Prozesse gegeben, weil sie Menschen angegriffen haben und sie sind auch verurteilt worden. Sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Schleswig-Holstein. Sie tun das immer so, als ob sie das nicht wären, aber sie sind eben doch auch gewalttätig. Wundert mich nicht, wenn ich die ganze Zeit so ein heroisches Soldatentum predige und die Endzeitstimmung, dann spiegelt sich dann auch das im Verhalten wieder. Die Reichsbürgerbewegung ist eigentlich erst, wenn man es vorsichtig sagen möchte, 2016 im öffentlichen Bewusstsein mehr wahrgenommen worden. Und auch tatsächlich dann erst auf der Bundesebene, sowohl bei der Politik als auch bei der Sicherheitsbehörden. Die Reichsbürgerbewegungen gibt es eigentlich schon seit nach 1945. Dort haben schon rechtsextreme Reichsideen in verschiedenen Formen versucht zu forcieren. Es hat in den 80er Jahren dann die ersten Versuche gegeben, Reichsbürgergruppen zu gründen, die eigene Regierungen, eigene Reiche ausgerufen haben, eigene Reichsministerien gegründet haben. Die sind viel damit bekannt geworden, dass sie dann auch unter anderem Pässe verkauft haben, Autokennzeichen und. Und dann haben wir so um 2000 die sogenannten Selbstverwalter, das sind diejenigen, die sagen, ich habe mit der Bundesrepublik nichts gemein, ich gründe meinen eigenen Staat. Und dann haben wir noch die sogenannten Souveränisten,
Das sind diese vier Bereiche der Reichsbürgerbewegung. Das sind diejenigen, die einfach die Souveränität Deutschlands in Frage stellen. 2016 sind sie massiv aufgefallen, weil es in Bayern einen schrecklichen Vorfall gab. Bei dem Versuch einer Entwaffnung eines Reichsbürgers ist ein Polizeibeamter erschossen worden. Es hat vorher schon in Sachsen-Anhalt, als auch in Brandenburg, als auch in Thüringen große Aktionen gegen Reichsbürger gegeben. Aber tatsächlich ist das gar nicht so groß medial aufgefallen. Und wir haben damals dann auch unter anderem eben für die Taz nachgefragt, wie sieht das eigentlich aus in den jeweiligen Bundesländern. Und die Zahlen waren erschreckend. Offensichtlich gab es keinen wirklichen Überblick. Und dann, nach 2016, wurde genauer gezählt und die Zahlen schossen Monat für Monat nach oben. Aktuell geht man von 19.000 aus und davon sind ca. 900 rechtsextrem, eingestuft vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Zahl stagniert, ich nehme an, aus einem ganz banalen Grund. Der Repressionsdruck ist gestiegen und diese Zahlen sind eigentlich nur dadurch zustande gekommen, dass diese Personen sich irgendwie selbst geoutet haben. Unter anderem, dass sie Behörden, Menschen gegängelt haben, dass sie elendig lange E-Mails geschrieben haben oder Faxe geschickt haben oder sich in irgendeiner Weise bemerkbar gemacht haben gegenüber Behörden und Verwaltung, dass sie diese Bundesrepublik entweder als eine Firma verstehen oder der Meinung sind, ein anderes deutsches Reich würde weiter bestehen. Und das findet nicht mehr statt, weil sie gemerkt haben, Repressionsdruck ist gestiegen und prompt stagnieren wieder die Zahlen. Weil sie eben gemerkt haben, Moment mal, wir sind da ja diejenigen, die uns selbst outen, das lassen wir jetzt einfach mal. Man sieht aber, wie massiv sie präsent sind, gerade bei den Corona-Maßnahmen-Protesten, wo ja wirklich erschütternd ist, dass dort friedensbewegte Menschen, spirituell bewegte Menschen definitiv, ich habe es jetzt aktuell wieder in Hannover am Wochenende erlebt, mit knallharten Rechtsextremisten, rechten Hooligans ohne Probleme auf die Straße gehen. Und selbst wenn man darauf hinweist, das sind Leute von der NPD, greifen die Ordner dort nicht ein, sondern... Warum ist das so? Warum glauben Sie, dass Menschen bereit sind, auf Demonstrationen zu gehen, die von Rechten, eindeutig Rechten, organisiert werden oder Verschwörungsideologen oder die da auch mitlaufen mit den Fahnen? Warum läuft man da mit, sieht man nicht, was man da mit unterstützt? Wobei Demonstrieren ist ein gut geschütztes Recht der Bürgerinnen und Bürger und trotzdem wird das sozusagen missbraucht und okkupiert von den Rechten und Menschen laufen da mit, gehen dahin. Wir haben uns in den letzten Monaten natürlich auch diese Protestbewegung angeschaut und es ist auffällig, dass dort erstmal ganz viele besorgte Menschen ohne rechtsextremen Hintergrund diese Proteste organisieren, aber auch aus dem rechtsextremen Bereich Aktionen stattfinden. Und in Berlin ist es nicht von rechtsextremen organisiert worden, aber man kann es nicht anders sagen, im Vorfeld haben sowohl die NPD, sowohl der Dritte Weg, als auch die Rechten beispielsweise, also eindeutig rechtsextreme Parteien, offen dazu aufgerufen, sich zu beteiligen, aus dem AfD-Milieu ebenso. Es gab auch in den sozialen Netzwerken die Ansage, es gibt einen Sturm auf den Reichstag. Mir ist es wirklich unverständlich, warum das Bundesamt für Verfassungsschutz vorher die Entwarnung gibt, dass dort keine Rechtsextremen dominierend seien. Warum Menschen dann nicht die Grenzen suchen? Das ist, glaube ich, unglaublich schwer einzuschätzen. Und ich glaube, das ist auch immer bedingt von einem bestimmten Setting. Vielleicht sind sie einfach gerade ganz anders besorgt, dass ihnen das nicht so wichtig ist. Man hat ja gerade bei den Veranstaltern in Berlin gemerkt, wo ja einer der Organisatoren auch dann gemeint hat, naja, auch die dürfen ihre Meinung äußern. Da dachte ich, naja gut, das stimmt, aber dann würde ich doch sagen, nicht auf meiner Demo. Dann sollen sie selber eine anmelden. Und es gab da keine Distanzierungstendenzen. Und das ist wirklich ernüchternd. Weil das ist auch, was wir so ein bisschen meinen mit, dass das Sarg Wählbare, aber auch Scham und Scheu zu rechts immer mehr sinkt. Und in dem Kontext sprechen wir ja auch wirklich von einer Entkultivierung des Bürgertums. Weil wir immer wieder feststellen, dass Bereitschaften da sind, wo man eigentlich denkt, nein, mit denen nicht. Die Anliegen mögen berechtigt sein. Man kann darüber auch streiten, ob die Maßnahmen richtig sind. Bitte, das sollte nicht falsch verstanden werden. Aber das möchte ich nicht mit Menschen machen, die unter anderem Remigrationsprojekte im Kopf haben. Oder die auch deutlich sagen, wie Meuthen, dass sie weg wollen aus diesem rot-grün 68 versüfften Deutschland. Und wenn man dann von Höcke Texte kennt, ja, der dann unter anderem darauf hinweist, dass man sich auch von Teilen derjenigen, die migrationsfreundlich sind, trennen müsste, dann frage ich mich schon, okay, von Remigration reden Sie bei denen, die Sie als Nichtdeutsche sprechen. Wie bezeichnen Sie denn das, wie, wenn Sie uns loswerden wollen? Da gibt es noch keinen Begriff, aber der Gedanke ist da.
Ich möchte genau auf diesen Punkt nochmal eingehen. Sie haben vorhin das Buch oder auch den Autor Sarrazin erwähnt, 2010. Ich habe mit einigen meiner Bekannten darüber gesprochen, die dieses Buch gelesen haben oder es in ihrem Bücherschrank hatten. Ich habe das vom Papa ausgeliehen. Ich wollte auch mal da reingucken. Und ich fand spannend an diesem Buch oder an der Leserschaft dieses Buches, dass es ganz normale Menschen, sage ich mal, ganz normale Leute waren, die ich auch zu meinem Bekanntenkreis zähle, Menschen, die sich ein Urteil erlauben können, Menschen, die nachdenken und nicht irgendwie irgendwas hinterherlaufen, die haben sozusagen einem Teil dieses Buches zugestimmt und haben gesagt, naja, es ist halt so, so sehe ich das auch, und der Rest, der jetzt ein bisschen komisch ist, ein bisschen biologistisch, ein bisschen rassistisch, ja, das ist ein Übel, das nehme ich dann sozusagen ein bisschen in Kauf. Und das erinnert mich da hier auch in dieser Corona-Demonstration, diese Mitmarschieren, ohne sozusagen auch ein Demoband hinzustellen, sagen, nee, ihr Rechten bitte raus, Nazis raus. Ich nehme das Übel in Kauf, weil wir haben Schnittmengen. Und war Sarrazin so ein Dammbruch? War dieses Buch und dieses massenweise verkaufte und gelesene Buch vielleicht ein Dammbruch nach Richtung rechts, Enttabuisierung? Ja, und da waren auch mehrere beteiligt. Es gab ja Vorabdrucke in großen Zeitungen. Man wusste also, was in diesem Buch steht. Mhm. Und gerade bei Thilo Sarrazin greift eben das, was wir auch immer wieder festgestellt haben. Wir müssen da ehrlich gesagt über das Sloterdijk, aber auch über Martin Walser und ganz andere nochmal reden. Uwe Tellkamp, und auch ein paar weibliche Autoren in den letzten Monaten, die ohne den Kontext einer rechten Biografie oder in irgendeiner Weise rechtsauffällig gewesen sind, genau rechte Positionen formulieren. Und die werden gesamtgesellschaftlich dann anders wahrgenommen. Das muss man doch mal denken können, das muss man doch mal sagen können. Ja, das können Sie denken, das können Sie sagen, aber ich hoffe, das gehört eben auch zur Demokratie und auch zur Meinungsfreiheit, dass dann eben auch widersprochen wird. Und dann schimpfen Sie dann über die Political Correctness, dass man ja nicht über alles diskutieren kann. Doch, man kann über alles diskutieren, aber Sie müssen auch damit leben, dass wir Sie kritisieren. Und das möchten Sie nicht. Sie möchten uns eigentlich mit diesem Vorwurf der Political Correctness mundtot machen. Wir sollen endlich die Klappe halten und Sie wollen sozusagen das Sprech vorgeben. Und Thilo Sarrazin, Götz Kubitschek räumt das ja offen ein. War der Dammbruch. Und ist ja gerade jetzt Jubiläum auch von Thilo Sarrazins Buch, 10 Jahre. Und ihm kam natürlich zugute, dass er eben SPD-Mitglied war zur Zeit der Publizität. Und er hat sich dann auch in anderen Texten immer weiter radikalisiert. Dieses Phänomen, dass man das eine dann wegblendet und das andere dann irgendwie wahrnimmt, da würde ich mir tatsächlich schon wünschen, dass man da sieht, das geht nicht, weil die Argumentation ineinander sich bedingt. Leider nicht sehr dominant in den Diskurs ist zum Beispiel darauf hingewiesen worden, dass auch von der Argumentationskette von Thilo Sarrazin er eigentlich einen Vordenker hat, nämlich Edgar Julius Jung. Der hat eben als Edgar Julius Jung, der hat die Herrschaft der Minderwertigen schon sehr früh eben in den 20er Jahren veröffentlicht als konservativer Revolutionär. Und was hat er beklagt? Dass die falschen Leute zu viele Kinder bekommen. Und hat es genauso mit Statistiken versucht zu belegen wie Thilo Sarrazin. Aber in der Argumentation sind kritische Anmerkungen in der ersten Phase fast untergegangen. Meine erste Thilo Sarrazin-Lesung, die ich erlebt habe, war übrigens in Schleswig-Holstein bei der FDP. Die hatten ihn eingeladen. Und hatten dann auch freudig festgestellt, so viel Publikum hätten sie noch nie gehabt. 20% der Deutschen nach einer 2016 erfolgten Befragung haben ganz klare, eindeutige rechtspopulistische Einstellungen und 42% allgemein sozusagen solche Einstellungen, also ein bisschen abgeschwächt. Können wir natürlich jetzt lange darüber reden, was Rechtspopulismus ist und sowas und was bedeutet 42%. Aber kann das nicht vielleicht sein, und das ist jetzt wirklich sehr zugespitzt, dass sozusagen diese Gedanken, die man ab 45 nicht mehr denken konnte und durfte und dass diese Gedanken und Einstellungen und Ideen, die man hatte, nach 45 ja dann doch geblieben waren, wir sie sozusagen nicht bearbeitet haben, nicht besprochen haben, wie geht's dir damit, wie geht's dir auch mit Zuwanderung, was denkst du eigentlich, wie warst du, welche Rolle hattest du in dem nationalsozialistischen Regime, dass alles das eigentlich eben nicht aufgearbeitet wurde und jetzt endlich Sarrazin kommt und andere und jetzt endlich darf man das doch sagen. Vielleicht darf ich das über einen Umweg versuchen zu beantworten. Eine aktuelle Studie hat gerade festgestellt, dass wir von 9% rechtspopulistischem Einstellungspersonal ausgehen. Aber das liegt an der Krise, weil die Zuständigen offensichtlich, so wie sie es machen, sehr wertgeschätzt werden.
Das heißt, das ist ein ambivalenter Wert, der kann auch wieder ganz anders sein. Jetzt ist es gerade die Zeit der Exekutive und da hat Rechtspopulisten gerade wenig anzumerken. Im Übrigen liegt es auch daran, dass die AfD dort keine einheitliche Position hat. Die haben beispielsweise unter anderem das Problem, dass mit der Krise ihnen, wo sie sehr hoch waren, weit, weit vor allen anderen Parteien, sind in die Tweets und Likes in den sozialen Medien eingebrochen, weil sie anfänglich die Verschwörungsmentalität ihres Klientels nicht bedient haben. Und darum läuft jetzt die AfD quasi auch diesen Protesten ein bisschen hinterher und versucht da sich zu positionieren. Mit aller Vorsicht gesprochen, es gibt schon länger eine Diskussion und sie begann eigentlich sehr früh. Theodor W. Adorno hat schon vorsichtig angedeutet, dass er befürchtet, dass die autoritären Denkmuster, die eben auch immer mit dem Bedürfnis nach Abwehr, nach unten treten, aber auch nach, ich will meine Ruhe haben, ich will nicht ständig alles diskutieren, hinterfragt wissen, dass das sozusagen nicht groß aufgearbeitet ist, aber durch das Versprechen, dir und deinen Kindern wird es gut gehen, durch das Wirtschaftswunder, durch die ökonomische Stabilität in Deutschland, quasi eine soziale Blombe entstanden ist, wo man dachte, die Menschen gehen allen demokratischen, emanzipatoren, libertären Ideen mit. Und heute scheint es so zu sein, dass diese soziale Blombe erodiert. Und auf einmal kommen dann diese ganzen Abwehrmechanismen wieder hoch. Und Thilo Sarrazin hat definitiv da mit dran gearbeitet. Und es ist wirklich zu befürchten, dass da eben auch wirklich bis tief in der Mitte der Gesellschaft Abwehrmechanismen da sind. Also gerade auch bei ökonomisch Abgesicherten, wo Willem Heidmeier von Elitenvorrechten beispielsweise spricht, die jetzt verteidigt werden müssten, wo man eben Angst hat durch Zuwanderung, durch Globalisierung, wird es meinen Kindern vielleicht schlechter gehen als mir. Und dann auf einmal man sich wundert, dass Personen, die man vielleicht gut kennt, die verschiedensten Ressentiments formulieren. Wir denken da meistens immer an Geflüchtete, ja. Aber tatsächlich ist in diesen Kreisen unglaublich die Diskussion beispielsweise da, müssen wir da eigentlich diese Obdachlosen so erdulden in den Stadtteilen? Müssen denn überhaupt diese Sozialleistungen so hoch sein? Die leisten ja auch nichts. Da gibt es sogar Diskussionen mittlerweile. Wenn die Unproduktiven nur von den Produktiven getragen werden, warum haben die eigentlich das gleiche Stimmrecht bei den Wahlen? Also da merkt man schon, da bewegt sich ganz vieles auf unterschiedlicher Ebene, wo man denkt, na Moment mal, das hätte man nicht gedacht, dass das so in Frage gestellt wird. Und im Übrigen auch die Behindertenfeindlichkeit in dem Kontext. Ich kann mich noch gut an eine Pressekonferenz erinnern, wo die Macherinnen dieser sozialempirischen Studien gesagt hatten, dass sie eine Frage, gibt es unwertes Leben, ja oder nein, gedacht haben, da steigen ihnen die Leute aus. Das ist nicht der Fall. Wenn ich mich richtig erinnere, sagen ca. 10%. Es gibt unwertes Leben. Und das ist der Begriff für die Euthanasie-Maßnahmen im Dritten Reich gewesen. Diese These, die Sie vorhin auch mal vorgestellt haben, oder Stichworte möchte ich nennen, neoliberale Wirtschaftspolitik, das Individuum, das einem komplett unregulierten Markt unterworfen ist, radikaler Individualismus, der gesellschaftliche Solidarität zerstört, auch das möglicherweise eine Ursache für es ist ja keine wirtschaftliche Krise, es ist nicht Corona, sondern es ist ein langwieriger Prozess der Entfremdung des Menschen von auch den Wirtschaftsprozessen. Ist das eine Ursache? Ja, interessanterweise hat Ralf Dahrendorf das schon sehr früh angemahnt, dass Globalisierung sozusagen diesen Prozess haben kann, dass demokratische Gesellschaften in Frage gestellt werden, weil eben sozusagen das Soziale ins Hintergrund gedrückt wird. Und das finde ich deswegen so bemerkenswert, weil Ralf Dahrendorf als Soziologe nun nicht gerade als linksradikal bekannt ist, sondern eher eine ganz andere Biografie und Tradition hat. Aber er hat eben sehr früh gemerkt, dass da Tendenzen durch die Globalisierung losgetreten werden können, die zu tiefsten sozialen Verwerfungen führen könnten und damit die bestehenden Verhältnisse in Frage stellen. Vielleicht darf ich auch hier einschieben, bitte bei solchen Diskussionen nicht unterstellen, dass man nicht die bestehenden Verhältnisse in Frage stellen sollte. Ja? Warum sollte sich die Bundesrepublik mit ihrer Demokratie und nicht anders entwickeln, weiterentwickeln, noch mehr Diversität haben, vielleicht noch mehr multikulturelle Intentionen? Das geht immer so ein bisschen unter, weil wir permanent gerade im Abwehrkampf gegen die anderen so sind, dass so Kritik aus einer linksalternativen Milieu beispielsweise kaum gerade noch gesellschaftlich präsent ist. Und da, glaube ich, ist auch das Agenda-Setting der neuen Rechten leider gut gelungen.
Agent, das ist Ihnen sehr gut gelungen. Wenn ich mir das alles so anschaue, dann fällt mir auch auf, dass sprachlich zumindest die neue Rechte sich sehr für die Freiheit der Menschen einsetzt. Ja? Sie setzen sich ein für die Freiheit der Sprache, die Freiheit der vor politisch korrekten Sprechen und Handeln, die Freiheit dafür die Frauen, die natürlich jetzt hier in den kapitalistischen Zwang reingedrängt werden, arbeiten zu müssen, statt ihre vielleicht auch eher Berufung zu folgen an Haus und Herd. Ist es nicht besonders perfide, dass Sie sich gerade auf das Thema Freiheit so fokussieren? Und man darf doch mal sagen dürfen, und die politisch Korrekten und die Linksversifften, die erlauben uns nicht, die zwingen uns Masken auf und so weiter und so weiter. Ja, das ist genau der Versuch der Delegitimierung und Umdeutung des Begriffs Freiheit. Und das ist seit Jahrzehnten eben Strategie der neuen Rechten, Begriffe aufzugreifen, so zu entstellen, dass sie einen ganz anderen Wert bekommen und damit eigentlich wertlos werden für die Auseinandersetzung. Ich habe das vorhin ganz kurz angedeutet, also gerade mit dem Vorwurf der Political Correctness, man darf doch hier nicht mal diskutieren, man darf doch hier mal nicht was sagen, muss man höflich sagen, das Einzige, was in der Bundesrepublik verboten ist, ist die Leugnung des Holocausts. Alles andere kann gesagt werden, man muss aber eben auch damit leben können, dass dagegen gesprochen wird. Und durch diese Umdeutung, dass wir auf einmal die Diktatoren sind, dass wir Meinung unterdrücken, wollen sie sich nur der kritischen Auseinandersetzung entziehen. Aber das ist genau der sprachliche Trick. Sie werfen uns etwas vor, und wenn man aber auch schaut, wenn sie im Übrigen ganz toll finden, Putin und Trump, da würde ich höflich andeuten, das sind jetzt nicht gerade die demokratischsten Persönlichkeiten in der politischen Landschaft, und gleichzeitig in dem Kontext dann eben auch selber von autoritären Momenten getrieben sind. Das Phänomen ist tatsächlich, dass man im ersten Schritt so das Gefühl hat, da ist so eine anti-autoritäre Rebellion, aber letztlich wollen sie mehr autoritären Staat. Arthur Möller von den Bruck sprach dann beispielsweise davon, einer der konservativen Revolutionäre, Dinge zu schaffen, die zu bewahren sich lohnen. Als er das formulierte, formulierte er das gegen die Demokratie. Und genau das tun sie heute auch. Sie formulieren das gegen die Demokratie. Sie sind zutiefst antidemokratisch, antiparlamentaristisch und höchst antifeministisch. Das Argument, was Sie eben gebracht haben, kenne ich auch schon seit längerem, dass eigentlich gesagt wird, wir wollen, dass die Frauen sich emanzipieren von der Emanzipation. Sie sollen selber entscheiden können. Letztlich sollen dann doch die Frauen bitte sehr ihrer biologischen Verantwortung folgen. In etlichen Schriften, auch verlegt im Antaios Verlag, also dem Neurechten Verlag, ja, vermeintlich gediegen und intellektuell, gibt es dort brachiale Texte gegen Frauen, wo wirklich forciert wird, dass die Männer wieder Männer sein werden müssen und die Frauen doch bitte sehr ihren entsprechenden Platz finden müssten. Und da merkt man im Übrigen auch gerade bei dem Thema Antifeminismus, wie radikal diese neue Rechte ist. Und gleichzeitig ist dieses Phänomen des Antifeminismus neben der Frage von rassistischen Ressentiments ein unglaublich großes Phänomen, was gesamtgesellschaftlich unglaublich viele Andocksmöglichkeiten für die neue Rechte in die Mitte der Gesellschaft hat. Das Thema Gender in der Sprache oder Gendern in der Sprache, das Thema, welches Geschlecht hat denn die oder der oder das, ne? Also Transgender, was abgelehnt wird, Frauen, die wirklich teilweise sich auch dafür hergeben, sich für diese eigentlich antifeministischen Positionen ablichten zu lassen und da an vorderster Front mitlaufen, Frauen, die Trump wählen, einer der frauenverachtendsten öffentlichen Personen, die man so kennt. Das ist schon sehr spektakulär, dass man da, dass selbst aktive Leute da mit in diesem ganzen Bereich unterwegs sind, obwohl sie ja nicht profitieren können von dem, was da propagiert wird. Ja, sie profitieren für sich selbst in ihrem eigenen Selbstbild. Das ist, glaube ich, wo wir vorsichtig sein sollten mit unseren Vorstellungen. Mhm. Hier sei nur darauf hingewiesen, dass beispielsweise die Frage von Muttersein für viele einfach unglaublich erfüllend sein kann. Und das wird dann beispielsweise in diesen Kreisen enorm hofiert und auch gewürdigt. Und gleichzeitig muss man auch ganz vorsichtig sagen, ja, die Frauen sind auf den Bildern zu sehen, aus den internen Unterlagen wissen wir aber, dass es Strategie ist. Die jungen Frauen sollen nach vorne, das sieht gut aus, das unterläuft Klischees. Und gerade die identitäre Bewegung ist überwiegend ein Männerverein.
Das hat auch ein bisschen etwas damit zu tun, dass die identitäre Bewegung auch eng aus dem akademischen, also aus dem burschenschaftlichen Milieu kommt, aus den weit rechten Burschenschaften. Nicht alle Burschenschaften sind weit rechts, aber einige sind rechtsextrem. Und aus diesem Spektrum kommen sie dann eben auch. Und wir wissen auch aus internen Diskussionen, dass gerade führende Frauen die identitäre Bewegung enttäuscht verlassen haben, weil sie doch geglaubt hätten, sie könnten dort mehr mitgestalten, was ihnen die Männer schlicht und einfach untersagt haben. Die Auftritte der identitären Bewegung, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, erinnern dann am Ende dann doch ein bisschen an die SA. Sie fantasieren vom Bürgerkrieg, sie seien politische Soldaten, Gefühle Wut und Zorn sollen ganz im Sinne von Ernst Jünger wieder aufgelebt werden. Die verweichlichten Männer in Deutschland werden abgelehnt, die ja vor den bösen Migranten, die unsere Frauen nicht beschützen können. Wie hat denn eigentlich die identitäre Bewegung auf den Mord auf Herrn Heinrich Lübcke reagiert? Ja, da haben sie sich diskret zurückgehalten. Mhm. Das fällt immer wieder auf. Also sie, sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt, schreiben mit Feuer und Herzen gegen multikulturelle Gesellschaft und gegen die demokratischen Verhältnisse, aber sie wollen offiziell keine geistigen Brandstifter sein. Mhm. Da sind sie dann immer diejenigen, die davon reden, das sind Verirrte, Verwirrte, mit denen hätten sie nichts zu tun. Psychisch gestörte Einzeltäter. Zum Beispiel. Ne? Mhm. Tatsächlich ist aber mit aller Vorsichtigkeit nochmal zu sagen, dass wir bei dem gesamten Spektrum eigentlich erleben, dass sie alle sich dann aus der politischen Verantwortung ziehen. Das wissen wir ja auch unter anderem bei dem Attentäter von Walter Lübcke, der sehr wohl der AfD eine Geldspende hat zukommen lassen und auch bei AfD-Aufmärschen, das Belegen der Bilder, auch mitmarschiert ist. In dem Kontext sei auch nochmal darauf hingewiesen, wie weit auch schon so der gesellschaftliche Druck da ist. Wir haben bei der Taz tatsächlich nämlich über diese Spende berichtet. Und ich habe das gemacht, was man normalerweise macht. Ich habe die AfD angeschrieben und um Stellungnahme gebeten mit einem bestimmten Zeitfenster. Was ist passiert? Die AfD hat in dem Zeitfenster geantwortet. Geantwortet wurde sinngemäß, aus datenrechtlichen Gründen könnte man zu Spendern und Spendenhöhe nichts sagen. Haben wir so gebracht. Was passiert? Der Text geht online. Zeitgleich gefühlt aus allen sozialen Medien der AfD kommt Schlagzeile Falschmeldung der Taz. Was passiert? Kein Medium greift das mehr auf. Wir sind bis heute nicht verklagt worden, der Text ist immer noch online. Und da merkt man schon die diskursive Macht. Ja, das, und auch, dass man offensichtlich unhinterfragt der AfD das dann auch so glaubt. Man hätte ja auch mal nachfragen können bei dem Autor, hat sich schon Anwalt gemeldet? Was so die normale Reaktion ist, wenn man eine Falschmeldung bringt. Das ist ja schlicht und einfach das Schlimmste, was einem Journalist und Journalistin passieren kann. Und da hat niemand nachgefragt. Erst Wochen später taucht das dann nochmal in der Zeit erst wieder auf. Aber da merkt man eben auch schon die gesellschaftlichen Veränderungen. Das sind so Kleinigkeiten, aber es sind genau solche Stellschrauben, wo man merkt, Mensch, da passiert was. Ich bin mir sicher, dass unser Publikum uns vielleicht später auch ein paar Beispiele nennen kann für den Stellschrauben, wo da was passiert. Ich habe nicht mehr sehr viele Fragen, bevor ich Ihre Fragen nochmal hören möchte. Jetzt möchte ich doch ein bisschen auf das Thema Verantwortung auch gehen. Sie haben einen kleinen Essay oder einen Essay geschrieben, bewusst einen Essay, keine Forschung, sondern einfach sozusagen einen Versuch, und haben da sehr provozierend davon gesprochen, von der Entkultivierung des Bürgertums. Und das Zitat, was Sie diesem Essay vorangestellt haben, war von Hannah Arendt und sagt: Was uns verstörte, war nicht das Verhalten unserer Feinde, sondern das Verhalten unserer Freunde. Was meinen Sie damit? Ja, dass wir uns eben nicht ruhig zurücklehnen können und sagen, na ja, diese rechte Verschiebung in der Mitte der Gesellschaft findet bei uns nicht statt, sondern sie findet sehr wohl auch im eigenen Umfeld statt. Und da ist man eigentlich meistens unglaublich verunsichert. Und darum ging es eigentlich auch, aufzuzeigen, wie diese Verschiebungen funktionieren, mit welchen Argumentationsmustern dort gearbeitet wird und wer an diesen Verschiebungen auch dran teilhat, obwohl er selbst gar nicht rechts ist. Beispielsweise ausgerechnet der ehemalige Parteivorsitzende der SPD hat dann massiv diese unter anderem eine Studie Friedrich-Ebert-Stiftung zu rechten Ressentiments massiv angegriffen, wo man sich dann auch wunderte, warum macht er das? Das ist eine SPD-nahe Stiftung, die Studienmacherinnen und Macher sind renommierte Personen, die machen das seit Jahren. Und er greift dann diese Studie an und hinterfragt das und tut dann so nach dem Motto, naja, in Deutschland ist doch eigentlich alles gut. Mhm. Um solche Phänomene geht es. Mir ging es dann aber auch noch ein wenig um die sogenannte Bio-Bohem.
Ja, wo man irgendwie ganz cool und lässig und weltoffen ist, solange es aber eben dem privaten Umfeld dann nicht so störend ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, dem wir uns auch ehrlich stellen müssen. Und ein wenig fühle ich mich jetzt auch bestätigt durch die Corona-Maßnahmen-Proteste, wo da wirklich aus einer bestimmten Mentalität heraus Impfgegnerinnen, Waldorfschülerinnen und Waldorfschüler und Lehrerinnen dort mitlaufen und irgendwie das Gespür verloren haben, mit wem sie da mitlaufen. Ja, nicht alle sind rechtsextrem, aber sie müssen sich leider alle vorhalten, mit rechtsextrem zu marschieren. Und um solche Entwicklungen ging es mir dabei. Und das habe ich versucht, ein bisschen zu provozieren und tatsächlich auch darauf hinzuweisen, dass die Antwort eben nicht sein kann, wir müssen dialogfähiger werden mit den Kadern und den Multiplikatoren, den Ideologieproduzenten der neuen Rechten, sondern nein, denen muss Kontra gegeben werden, die müssen nicht freiwillig in eine Talkshow eingeladen werden, die müssen nicht freiwillig in die Podien von Veranstaltungen gehievt werden, weil die das so wollen. Das ist ihre Strategie. Sie wollen in den Diskurs hinein und da, denke ich, müssen wir klarere Grenzen ziehen und nicht sagen, ach, wir müssen uns mit denen kritisch auseinandersetzen. Kritisch auseinandersetzen kann man sich auch mit ihnen über ihre Publizität. Viele wissenschaftliche Debatten laufen sowieso nur über Bücher. Ich glaube, bei Max-Weber-Diskursen greifen sich die gegenseitigen Max-Weber-Forscherinnen und Forscher permanent in ihren Büchern an und haben sich wahrscheinlich noch nie gesehen. Und das würde ich mir dann auch ein bisschen so wünschen. Man kann lesen, was sie schreiben. Und Götz Kubitschek schreibt in Provokation ja unter anderem, er leitet uns jetzt zu euren runden Tischen ein. Und eigentlich hilft nur noch ein Schlag ins Gesicht. Das ist für einen Intellektuellen eine verbale Kriegserklärung. Und ich finde tatsächlich, spätestens an dem Punkt, den Text hat er 2006 geschrieben, ist aber mehrfach publiziert worden, ist auch ein zentraler Text für Martin Sellner. Er zitiert nämlich beim Aktionsvideo auch Passagen aus diesem Text. Spätestens an der Stelle, finde ich, muss man deutlich sagen, deutlicher kann ein Intellektueller nicht mehr werden. Die wollen etwas anderes. Und denen muss man nicht freiwillig das Podium geben. Persönliche Verantwortung haben wir auch aus diesem Zitat von Hannah Arendt heraushören können. Persönliche Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, zu überlegen, was man, wo man selbst persönliche Ressentiments hat, wo man sich von sich aus selbst denkt, naja, ich bin Antifaschistin, war ich schon immer. Und mal genau hingucken, wie man eigentlich in gewissen Situationen vielleicht doch reagiert und argumentiert. Und aber natürlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz. Mir scheint, dass wir haben ja natürlich immer viel darüber nachgedacht, was hat es mit der persönlichen Verantwortung auf sich in Diktaturen? Wie kann sich jemand in einem sehr großen, starken Unrechtssystem gegen eine Herrschaft stellen mit Unterlebensgefahr? Aber mir scheint, dass diese Art von persönlicher Verantwortung, auch in ein Gespräch zu gehen und zu bleiben, mit Kollegen, mit Freunden, mit Bekannten, mit Familie, dass sogar das uns schwerfällt oder unsere eigenen Ressentiments zu überlegen und Sprache. Kann das sein? Ja, ich glaube, es fällt uns natürlich unglaublich schwer, bei Kolleginnen und Kollegen, Freunden und Bekannten dann zu sagen, weil es auch emotionale Verhältnisse gibt, nee, das teile ich nicht, weil da gehen natürlich dann auch vielleicht emotionale Bindungen zu Bruch. Es gibt vielleicht Abgrenzungstendenzen und. Aber um das auch mal deutlich zu sagen, ich habe auch wirklich plakative Beispiele genommen, wo man sich einfach selber erwischt. Also man steht schlicht und einfach beim Flaschenautomaten und will seine Flaschen abgeben und dann sitzt, ich komme aus Hamburg, ein Flaschensammler mit 5 Tüten. Da war mein erster Gedanke natürlich nicht, naja klar, macht er halt, damit er überlebt, sondern ich habe gedacht, scheiße, wie lange muss ich denn jetzt hier warten? So. Und den Rest sage ich jetzt mal nicht, was einem noch so durch den Kopf schießt. Also man ist nicht frei davon, ja. Erst recht nicht, wenn man im Stress ist. Aber tatsächlich glaube ich, dass uns manches Mal der Mut fehlt und für manches Mal auch die Sprechfähigkeit, um in adäquaten Situationen zu sagen, nee, du, teile ich nicht. Und hier beginnt es aber. Wir delegieren das immer ganz gerne in die Politik und möchten auch, dass die Antirechtsprojekte und demokratiefördernden Projekte endlich kontinuierlich mit Geld finanziert wird. Keine Frage. Aber wir sind eben auch verantwortlich. Ich kann aber auch nachvollziehen, gerade bei Reichsbürgern oder bei Corona-Maßnahmen-Rebellinnen, dass irgendwann die Leute sagen, ich kann nicht mehr. Ich tue mir das nicht an. Weil da in dieser Verschwörungsmentalität man wirklich in der Phase die Menschen nicht erreicht. Da kann man vielleicht hoffen, dass es andere Momente gibt, da ist es vielleicht gut, den Kontakt zu halten, aber man muss sich dann auch nicht jeden Tag sehen. Mhm. Fand ich spannend, dass Sie das sozusagen aufs Persönliche bezogen haben, wenn man unter Stress ist, in einer Situation, wenn man selber ein besonderes oder bestimmtes Interesse hat, dass man dann selbst sozusagen schneller zu Ressentiments greift.
Liebes Publikum, jetzt ist die Zeit, spätestens jetzt, weil meine Stellvertreterin sagt mir das jetzt ganz eindeutig, dass ich jetzt endlich mal das Publikum auch zulassen darf. Ich hoffe, ich habe viele Ihrer Fragen abgedeckt. Ich werde jetzt versuchen zu sehen, wer sich alles meldet. Ich sehe hier eine Meldung und ich habe... Oh, okay. Ja. Gut. Ich fange mal hier an und dann laufe ich das rüber. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5 Meldungen. Und darf ich hier anfangen, dass es mir leichter fällt, darüber zu gehen? Dann gehe ich ab der Säule weiter. Bitte fangen Sie doch an. Ich bin schon seit einigen Jahren engagiert im Verein Ich bin hier, der sich gegen Hass und Hetze im Internet mit Gegenrede positioniert. Ich argumentiere dort sehr viel in den Kommentarspalten, unter anderem gegen AfD-Fans, auch gegen AfD-Politiker und Politikerinnen. Jetzt habe ich mir allerdings die Frage gestellt, wir haben nun einmal demokratisch gewählte Vertreter dieser Partei im Gemeinderat sitzen. Wie kann ich, wenn ich als Oberbürgermeisterin mit diesen umgehen muss, überhaupt mit denen sinnvoll demokratisch arbeiten? Herr Speiser, ich gebe immer direkt nochmal. Okay. Ja, die AfD ist demokratisch gewählt, aber sie ist gegen die Demokratie. Ich nenne einfach nur mal, sie ist gegen die Kulturfreiheit, Pressefreiheit und gegen den Gleichheitsgedanken im Grundgesetz. Das ist, glaube ich, explizit immer wieder auch zu betonen. Die Erfahrungen, die ich dazu beobachtet habe als Journalist, hat man dort natürlich einen anderen Zugang, weil ich nicht politisch handelnder Akteur bin, ist eigentlich, dass in Absprache mit den anderen Parteien man versuchen kann, die AfD sozusagen außen vor zu lassen. Das bedeutet eben auch bei Anträgen beispielsweise sich genau zu überlegen, wie geht man damit um. Eine Variante kann sein, dass beispielsweise beim AfD-Antrag dann auch nur einer im Rat beispielsweise dagegen spricht, damit nicht alle wieder über die AfD reden und man kommt nicht zu den anderen Themen. Aber die Erfahrung, so wie es mir berichtet worden ist, ist eigentlich, es muss immer gekoppelt sein und demokratisch und transparent für die Wählerinnen und Wähler sein, warum jetzt wie sich in dem Parlament verhalten wird. Und das ist, glaube ich, dann auch ein relatives Erfolgskonzept, weil die AfD natürlich gerade auf kommunaler Ebene, erfreulicherweise jetzt ja bei der Wahl, relativ eingebrochen ist, natürlich immer wieder versucht, sich als Player für die einfachen Leute zu präsentieren. Und das muss meines Erachtens wirklich unterlaufen werden, weil sie es nicht sind. Ja, gerade Jörg Meuthen ist ein knallharter Neoliberalist, der will weniger Staat. Das ist im Übrigen auch der zentrale Streitpunkt zwischen Björn Höcke, der einen Sozialpatriotismus forciert. Es geht gar nicht um die beiden Herren, es geht um die Ausrichtung der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Und da knallt und scheppert es. Und da denke ich, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass sie eben zu sozialen Fragen keine sozialen Antworten haben. Vielen Dank. Dann habe ich hier eine Wortmeldung und dann da. Es war sehr spannend für mich. Ich habe Volker Weiß zu dem Thema schon sprechen gehört und es war aber für mich nochmal eine Bereicherung und hat den Bogen bis heute sehr differenziert geschlagen, wofür ich mich einfach bedanken möchte. Das ist das Erste. Was mir seit geraumer Zeit, aber heute irgendwie konkreter noch durch den Kopf gegangen ist, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt eine 68erin, das muss man vielleicht dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass ein Land und eine Bevölkerung, die das mit dem Nationalsozialismus erlebt hat, im Bann der Forderung steht, das darf nie wieder passieren. Und wenn man das als Scheuklappe hat, das darf nie wieder passieren, dann kann man auch gar nicht klar gucken, wo tatsächlich wieder sowas passiert, in raffinierteren, nicht so dumpfen Formaten. Da hat man einfach, da will man nicht hingucken. Man möchte nicht, dass es so ist, wie es ist. Und das hat ja genau auch damit zu tun, dass man bei sich selber das nicht so gerne zulässt. Ich habe das zum ersten Mal schon vor vielen Jahren erlebt. Es war 23. oder 24. Dezember. Ich musste im Auto in meine Heimat fahren, Südtirol, Italien, viele Kilometer, stressige Verkehrssituation. Ich tanke. Vor mir tankt einer. Der lässt sich Zeit, nach ungefähr so wie mit den Flaschen. Und ich habe gemerkt, es ist in mir eine solche Wut aufgestiegen. Und da bin ich unglaublich erschrocken, zu welchem Gefühl ich
in einer vollkommen banalen Situation fähig bin. Und es fällt uns schwer, das bei uns selber zu registrieren, und es fällt uns sehr schwer, das zu sehen, in welchem Zustand unsere Gesellschaft ist. Aber der Zustand ist genau so. Aber wir wollen immer noch mit der weißen Weste dastehen. Und das geht halt. Ja, ich befürchte auch, dass man sich einfach so zurücklehnt. Und vielleicht darf man zwei Aspekte dazu auch nochmal anmerken. Interessanterweise ist bei jüngeren Menschen der Zuspruch nach rechts, die identitäre Bewegung, ist ein Phänomen. Aber gesamtgesellschaftlich gesehen sind die jüngeren Menschen nicht so weit rechts wie ältere Jahrgänge. Und das ist auch für die Prävention leider ein Phänomen, weil diese Personen erreichen wir eigentlich kaum. Und wenn wir uns angucken, wer die AfD wählt, dann muss man sich fragen, wie macht man Diversitätsprogramme in Jägergemeinschaften, bei der Freiwilligen Feuerwehr und im Sportverein. Und da ist es schwierig. Das wissen die Personen, die dazu seit Jahren arbeiten. Es ist ein riesengroßes Themenfeld dort, wie man diese Menschen erreichen könnte, um in einen kritischen Diskurs zu geraten. Und vielleicht darf ich nur noch mal eine Studie erinnern. In Europa, europaweit ist festgestellt worden, dass Männer ab Mitte 30 komisch werden. Die rechten Ressentiments nehmen zu. Frauen werden ab Mitte 30 auch komisch. Der Hintergrund könnte tatsächlich sein, dass das die Phase der Familiengründung ist und dass man da ein bisschen anders entspannt ist, wenn man auf dem Spielplatz sitzt und dann die Spritzen sieht, dass man dann nicht mehr denkt, naja, ist halt ein grünes Viertel, sondern nee, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel. Und dann beginnt der Apparat. Vielen Dank. Ich habe gemerkt, dass ich die Fragen auch immer mit dem Mikro wiederholen muss, weil wir ja übertragen und wir haben ja auch eine Radioübertragung am 19. September hier bei gegenüber bei Querfunk, worüber wir uns sehr freuen und sehr dankbar sind. Jetzt habe ich hier eine Wortmeldung, eine Frage, die ich dann gleich nochmal wiederholen und zuspitzen werde. Ja, danke. Mein Name ist Ich habe eine Frage. Sie haben sehr schön beschrieben, wie die Nazis die Strategien der Linken auch mit übernommen haben. Und ein Spruch der 68er war ja der Marsch durch die Institutionen. Mich würde mal interessieren, wie Sie einschätzen die Gefahr Durchdringung der Institutionen. Wir kennen die Geschichten über die Bundeswehr, über die Verbindung mit der Polizei, Verfassungsschutz. Sie haben selbst das Bildungssystem erwähnt vorhin, Lehrer, was mir noch gar nicht so... Ich hatte das noch gar nicht so auf dem Schirm. Wie stark ist die Tendenz der Durchdringung des öffentlichen Dienstes aus Ihrer Sicht? Die Frage möchte ich kurz wiederholen. Wie stark ist die Tendenz der Durchdringung sozusagen des öffentlichen Dienstes oder zentraler Institutionen einer Gesellschaft durch die neue Rechte? Also wir können jetzt ganz viele Einzelfälle, wie es dann immer heißt, auflisten, wo man eigentlich sagen muss, das ist schon eine Reihe, das ist eine Serie, die andeutet, dass dort wesentlich mehr präsent ist, als man öffentlich wahrnimmt. Das ist auch nicht ganz überraschend. Diese Idee im vorpolitischen Raum, sozusagen auf der metapolitischen Ebene, Denk- und Verhaltensmuster versuchen zu verändern, um die bestehenden Verhältnisse zum Wanken zu bringen, ist von Antonio Gramsci übernommen, einem italienischen Marxisten. Aber es gibt einen zentralen Unterschied. Karl-Heinz Weismann, eigentlich der führende Intellektuelle des Instituts für Staatspolitik, der hat sich mit Götz Kubitschek total zerstritten und ist aus dem Institut rausgegangen. Der hat aber ziemlich deutlich herausgearbeitet, dass es ihm darum geht, die gesellschaftlichen Eliten zu erreichen. Nicht die Hoheit über die Stammtische zu bekommen, sondern über die Seminare, Universitäten und. Und das ist unglaublich schwer einzuschätzen. Bei Björn Höcke merkt man das, glaube ich, ganz gut. Jahrelang war der eigentlich ein unauffälliger Lehrer. Aus verschiedenen Recherchen wissen wir, dass er sehr lange, aber immer schon in diesem Milieu sich bewegt hat. Und auf einmal entscheidet er sich, dass das Vaterland ruft und er in die Politik geht. Vorher war er tatsächlich nicht groß auffällig, das erzählen auch Kolleginnen und Kollegen. Da gab es mal hier und da ein bisschen was, aber eigentlich nicht in irgendeiner Weise. Was ich damit andeuten möchte, ist, wir können das ganz schwer einschätzen. Wie gesagt, es gibt über die Jahre gesehen immer wieder Indizien, die in die Richtung gehen, bis hin in staatsanwaltschaftliches Milieu in Berlin beispielsweise, wo ja seit 4 Jahren es nicht möglich ist, die Anschläge dort von rechts, gerade gegen linke und antifaschistisch engagierte Personen in den Griff zu bekommen. Angeblich hat einer der Staatsanwälte einem der vermeintlichen Täter oder Personen, der einen vermeintlichen Verdächtigen signalisiert, er sei AfD-nahe, er bräuchte sich keine Sorgen machen.
Und wenn man sich dann auch nochmal das AfD-Personal selber anguckt, wie viele Akademiker da sind, Rechtsanwälte, Journalisten, aber eben auch Leute aus dem Offiziersdienst, auch aus der Justiz, da merkt man eben auch, das ist eben kein gesellschaftliches Randphänomen. Die kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum sie erfolgreich sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber die wissen, wie man eine Tagesordnung macht. Die wissen, wie man einlädt. Karl-Heinz Weißmann im Übrigen ist auch schwer in Sorge, dass Björn Höcke mit Götz Kubitschek quasi die AfD so weit radikalisiert, dass sie vom Verfassungsschutz gesamt beobachtet wird. Eine seiner Sorgen ist nicht nur, dass die Wählerinnen und Wähler sich abwandern könnten, sondern dass genau die Leute, die das Parteileben organisieren können, Beamte, Polizisten, Lehrerinnen, Journalisten, dass die sich dann von der Partei abwenden und quasi der Apparat nicht mehr funktioniert. Da merkt man schon wirklich, wie sehr analytisch weiß man dort diese Debatten sich anschaut und wie gesagt warnend seit Jahren darauf hinweist, die AfD darf sich nicht so radikal präsentieren, das wird der Untergang. Vielen Dank. So, jetzt brauche ich die Wortmeldung von vorhin noch einmal. Bitte schön. Mein Name ist was wissen Sie über das rechte Potenzial in der migrantischen Bevölkerung? Und wenn es sowas gibt, also bezifferbar oder so, gibt es da die Gefahr auch eines Schulterschlusses zu diesen völkischen Rechten? So paradox das scheinen mag. Frage, die paradoxe Frage, sozusagen das rechte Potenzial in der migrantischen Bevölkerung, also der Deutschen und der Karlsruher und Karlsruher mit Migrationshintergrund. Ja, die migrantische Gesellschaft ist natürlich auch nicht vorurteilsfrei. Und oft gibt es auch das Argument, wir haben uns angepasst, wir haben was geleistet und jetzt kommen diese Flüchtlinge und kriegen alles und müssen nichts tun. Im Übrigen auch bei den Russlanddeutschen. Ja? Da ist das sehr massiv, um die wirbt auch die AfD nachhaltig und auch erfolgreich. Das ist da und auch dort gibt es dieses Paradoxum eben, dass man das, was man eigentlich nicht gemein hat, dass das dann ignoriert wird. Es gab und gibt in der AfD auch immer wieder bekannte Homosexuelle, wo man eigentlich weiß, wie die Positionen sind. Es gibt führende Frauen in der AfD, wo man auch weiß, wie die Positionen sind. Das wird dann irgendwie ignoriert, aber gerade bei der Frage der Homosexualität kann man historisch gesehen auch antworten, dass das dann immer so lange geduldet wird, wie es politisch passt. Und nachher wird es dann gegen sie verwendet, um sie politisch kaltzustellen. Das hat eine lange Tradition in der völkischen Bewegung. Fememorde seien nur in Erinnerung gerufen oder es sei einfach nur die Ermordung von Ernst Röhm, dem SA-Chef. Da wusste jeder, dass er homosexuell ist und auf einmal war es ein Problem. Darum ging es eigentlich nur um Machtkämpfe innerhalb der NSDAP und den Verteilung der Macht innerhalb der Partei. Gleichzeitig erleben wir auch, dass die grauen Wölfe in bestimmten Regionen eben auch keine Probleme mit diesem Milieu haben und Berührungspunkte haben. Es gibt dazu einige Untersuchungen, die aber meistens sehr regional sind. Also in Berlin beispielsweise gibt es Studien, die dann feststellen, gerade im Bereich des Sexismus und des Antisemitismus gibt es hohe Werte. Und gleichzeitig gibt es eine lange Diskussion, die nicht ganz überraschend ist, die ist jetzt ein bisschen ideologielastig, dass es eigentlich eine große, große Tradition aus dem rechten Denken gibt für die arabische Welt, weil die so traditionell ist. Da werden noch Werte, die traditionell sind, gelebt. Die haben sich gegen den beispielsweise US-Imperialismus oder Coca-Cola-Imperialismus verwahrt. Und da ist man dann gemein miteinander. Das ist auch nicht ohne Grund, dass man dann sozusagen ganz lange historische Traditionen im rechten Denken mit einem wohlwollenden Blick des Islams in fundamentalistischer Form, weil sie eben auch wie die AfD antimodernistische Positionen verinnerlicht haben, hat die Neue Rechte das auch verinnerlicht und dieser Antimodernismus ist dann das Scharnier, wo man miteinander kann. Natürlich bei den arabischen, islamischen geht es dann eher darum, dass sie das bitte sehr bei sich ausleben sollen. Da greift dann der Ethnopluralismus. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt hier alle Wortmeldungen gesehen. Nee, Sie, natürlich, Sie waren, glaube ich, wieder der Erste. Entschuldigung, bitteschön. Ja, ich auch mit in der Reporterin des CR und als solche war ich 2016, wie ich weiß, wo ich im Heißgelöst an der Kappe.
Und damals war das tatsächlich ja noch nicht so weit bekannt. Und was mich dann doch überrascht hat, war, dass nachdem man also alle Verschwörungstheorien durchgetauscht hatte, so im Moment eine Uhr kurz im Baum war, es war so kurz im Leutewerk war, und einer sagte dann so diese Uhr rein, und das ist eingebrockt. Und dann hat er raunte, die Formulierung dieser Art, das zu bringen, war sofort klar, das klingt jetzt nicht an, das ist nicht Israel-Kritik oder diese ganze Geschichte, sondern nee, das ist diese richtig alte, eben vornationalsozialistische Jugendrasse in Europa, und so in seiner Brust. So, das hat mich dann zu der Frage gebracht, wie kann das sein? Das hat mich eben auch bei Ihnen gerade ein bisschen überrascht, tatsächlich, dass Verfassungsschutz, und Sie haben es ja auch so wiedergegeben, da unterscheidet, wir haben 19.000 Reichsbürger in Deutschland, 900 sind rechtsradikal. Also wenn Antisemitismus in so einer Form nicht ein absoluter Marker für rechtsradikal oder Extremismus ist, dann weiß ich auch, das hat mich überrascht, aber vielleicht ne, geht es da ja wirklich um diese enge Definition der Begrifflichkeit des Extremismus, dann auch die Gewaltbereitschaft und die, den Willensumsturz. Das wäre die eine Frage. Die, und daran anknüpfen, da wird sich dann Michael Ballweg, Gründer von Querdenken 7.11, auf die Bühne stellen und sagt, wir leben unter dem Satzerrecht, das Grundgesetz muss erneuert werden, weil es uns nicht vor dieser Merkel-Diktatur geschützt hat, jetzt in der Corona-Pandemie. Und ihr seid der Souverän, ihr seid die verfassungsgebende Versammlung, also zum Publikum, von dem man da stand. Und eben gefordert hat, lasst uns eine neue Verfassung ausarbeiten, die dann eben von dem Wahlvolk, der Bevölkerung, wie immer, angenommen werden muss oder angenommen werden soll. So, und dann die Reichsfahnen. Wie passt das alles zusammen? Ich glaube, ich kriege die erste Frage gut hin. Wie kann es sein, dass der Verfassungsschutz nur einen sehr kleinen Bruchteil der Reichsbürger, der bekannten Reichsbürger als rechtsextrem eingruppiert, während eigentlich sozusagen ein Wesensmerkmal der Reichsbürger der knallharte Antisemitismus ist? Diese Frage habe ich gut verstanden. Die nächste müssen wir uns nochmal überlegen. Ja, danke für den Einwurf. Tatsächlich würde ich ja frech sagen, fragen Sie bitte das Bundesamt für Verfassungsschutz. Aber habe ich mir auch schon fast gedacht. Aber es geht tatsächlich um die knallharte Definition. Man kann es vielleicht so formulieren, Reichsbürgerinnen und Reichsbürger haben viele rechte Ressentiments, aber kein geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Obwohl es extrem ausfallende, nach weit rechts gehende Positionen gibt. Ich war übrigens auch enorm überrascht bei den Recherchen zu Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern, wie tief der Antisemitismus da ist. Und muss dann zugeben, als ich dann dachte, naja, aber eigentlich logisch. Wenn ich immer davon ausgehe, dass irgendwelche Mächte uns daran hindern, unsere deutschen Reiche zu gründen, uns daran hindern, deutsch sein zu können, dann muss irgendwann ja mal die Frage kommen, ja, wer sind denn die, die das machen? Also das ist impliziert in Verschwörungstheorien, dass man dann irgendwann nach dem handelnden Subjekt sucht. Und wirklich bei unseren Recherchen ist es auch genauso gewesen. So abseitig die Reichsbürger-Personen, Gruppen gewesen sind, wir haben fast immer antisemitische Einschläge gefunden. Sei es, dass es eigentlich vermeintliche Justizopferberatungsstellen gewesen sind, die dann aber gleichzeitig auch die Protokollen der Weisen von Zion empfohlen haben, also die antisemitische Kampfschrift. Den anderen Aspekt, da würde ich auch mit aller Vorsicht sagen, dass man da natürlich merkt, wie eben auch Grundelemente von Reichsbürgerideen offensichtlich in der Corona-Bewegung präsent sind. Das war eigentlich die Frage, inwieweit eigentlich hier auch der Souverän in Frage gestellt wird, weil er nicht der Souverän sei. Das Grundgesetz wäre angeblich ja eben nicht beschlossen worden, doch das ist es, um es nur kurz zu sagen. Und mit den 2+4-Verträgen sind auch alle anderen Fragen eigentlich geklärt worden. Aber mit Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern darüber zu diskutieren, endet dann eigentlich genauso, wie Sie es eben gerade beschrieben haben. Man weicht auf das Nächste aus und man inszeniert sich immer als der Souverän. Und meint auch immer wieder, gerade in diesen Kreisen, ist mir das auch bei den eigenen Recherchen aufgefallen, dass die sehr missionarisch sind. Dass die eigentlich denken, wir sind die Schlafschafe, wir haben es immer noch nicht verstanden und dann erklären sie einen die Welt.
Und das ist genau der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke, der mir aufgefallen ist, dass die auch immer so tun, als ob sie wirklich die Mehrheit wären. Das würde ich auch mal ein bisschen in Frage stellen. Gerade die Umfragen zu den Maßnahmen zu Corona deuten eigentlich an, dass unglaublich viele Menschen nicht alles gut finden, aber mitnichten in irgendwelche fundamentale Kritik gehen, bis hin zu Verschwörungstheorien, sondern eher sagen, naja, es ist eine Krise, die wir erstmals erleben, und da gibt es viele Entscheidungen aus der Situation heraus, die können in anderen Situationen vielleicht auch anders sein. Und da erlebt man eigentlich eine unglaublich, jetzt positiv formuliert, Eigen-Selbstverantwortung der Menschen, die diese Szene oft konsequent ja auch ausblendet. Das ist mir zumindest noch aufgefallen. Ja. Ja, trotzdem wieder sozusagen die Verteidiger der Freiheit, die ja da scheinbar von staatlicher Stelle bedroht ist. Jetzt gehe ich mal in diese Richtung und möchte hier um Wortmeldungen bitten. Wer war da hier? Okay, Sie haben sich gemacht. Mich würde interessieren, inwiefern oder ob man beobachten kann, dass diese rechten Gruppen sich mehr und mehr von der nationalen Ebene auf die EU-Ebene verlagern. Gerade jetzt, wo man ja mehr und mehr von EU-Bürgern und Bürgerinnen spricht oder von der europäischen Identität, also kann man das beobachten? Oder bleibt es wirklich auf der nationalen Ebene, die meisten? Meinen Sie damit die Vernetzung europaweit der jeweiligen neuen Rechten, die national sich organisieren, aber auch sozusagen europäisch dann aktiv sind? Mhm. Bei der neuen Rechten kann man von Anbeginn sagen, das ist ein europäisches Projekt. Und hier muss man auch ein bisschen selbstkritisch sagen, dass in der allgemeinen Wahrnehmung von Rechtsextremismus man immer denkt, das sind ja Nationalisten, die können dann international nicht zusammenarbeiten. Doch, das geht. Nämlich auf der Ebene, man will das weiße Europa schützen. Und die weiße Bevölkerung schützen, funktioniert dann auch bis in die USA. Das ist nicht ohne Grund, warum man Trump in den Kreisen gut findet. Also es ist eher unsere beschränkte Wahrnehmung, dass die so nationalistisch sind, weil es gibt von Anbeginn nicht nur bei der neuen Rechten, auch im Rechtsrock enge Zusammenarbeiten international. Im Europaparlament gibt es auch eine enge Zusammenarbeit. Es gibt bis in die terroristischen Netzwerke internationale Kontakte, wo man immer wieder sieht, dass man sozusagen gut miteinander kann. Natürlich meistens immer auf der Ebene der Verneinung, also wogegen man ist. Das hat die Rechte aber von Anbeginn gemeint gehabt. Also gerade auf Europa bezogen, man ist, ein Nein ist gegen die Europäische Union, ein Nein ist natürlich gegen die Immigrationspolitik, ein Nein ist gegen die Gleichberechtigung und damit auch die ganzen Gender-Fragen. Und ein weiteres Nein ist ganz massiv, das spüren wir hier in Deutschland nicht so sehr, die massive Anfeindung von Sinti und Roma. Und diese vier Neins genügen. Wenn man die dann fragt, was möchten sie sonst, wird es heikel. Aber das halten die aus. Manches Mal auch nicht, aber tatsächlich, die Negation ist die Bindungskraft. Also sie haben nie positive Utopien entwickeln können. Es gibt ja auch bis heute eine große Diskussion, ob der Nationalsozialismus überhaupt ein Staat war. Ob das überhaupt, weil die Funktionsebenen alle auseinandergebrochen sind und durcheinander gingen. Das ist jetzt sehr staatstheoretisch, aber da geht es wirklich auch schon darum, sind die überhaupt in der Lage, einen Staat zu denken und zu verwalten? Okay, vielen Dank, Anna. Sie haben ja sehr eindrücklich die Rolle von den Sarazen geschildert. Also ich habe das eigentlich auch so wahrgenommen, dass er als SPD-Politiker auch diese Theorien, rassistische Theorien wieder hoffähig gemacht hat, politisch in diversen Parteien, die vorher Rassismus, glaube ich, schon auch als Tabu definiert haben. Wie sehen Sie die Rolle von Boris Palmer? Hier eine ganz sehr konkrete Frage. Sozusagen, wenn man parteipolitisch SPD zugehörig ist wie Herr Sarrazin und damit aber auch gleichzeitig diesen Effekt erzielt der Enttabuisierung, dann die Frage hier, wie sieht man das mit dem grünen Politiker Herrn Palmer heute? Also für mich ist es auch jemand, der permanent den Diskurs versucht zu verschieben durch bestimmte Themensetzung. Interessanterweise wird er aber nicht von der neuen Rechten groß aufgegriffen. Da ist vielleicht die große Abneigung gegen Grün so stark, dass man auch ihn nicht groß zitieren möchte. Man muss hier vielleicht auch ganz deutlich sagen, 68 ist das eine Feindbild, aber Bündnis 90, die Grünen, sind der parlamentarische Feind für dieses Milieu.
Und das mit weitem Abstand. Man kann auch publizistisch sagen, die Taz ist es dann des Weiteren. Genau in dieser Ideenlinie halt. Aber er wird tatsächlich nicht so groß zitiert, wie wir das von Sarrazin kennen. Aber in der politischen Verantwortung, denke ich, nicht ohne Grund gibt es innerhalb den Grünen die Frage, wie lange müssen wir das noch ertragen? Oder was Boris Palmer auch bezweckt damit, also mit seinen Aussagen, die vielleicht mal schon auch sehr grenzüberschreitend sind, wenn man wahrnimmt. Die Frage nochmal, die Einschätzung nach der, warum, was bezweckt Herr Palmer mit... Ja, ob Sie da vielleicht auch nochmal so einen Eindruck, weil Sie ja wirklich im Thema drin sind, was will er eigentlich, was bezweckt er denn mit seinen Aussagen, die eben halt auch sehr weit gehen. Aufsehen, stimmen, oder? Die Frage an Herrn Speit, was bezweckt jemand, der eigentlich sozusagen der im eher linken Spektrum zu verorten ist, in der parteipolitischen Zugehörigkeit mit dieser permanenten, dauerhaften Verschiebung nach rechts mit den Aussagen eigentlich? Ich glaube, es ist ein tiefes politisches Anliegen. Er möchte auch in der Grünen Partei, wie er das ja immer wieder nennt, offen über gesellschaftliche Probleme sprechen. Inwieweit er auch gerade bei einem Mann die Frage von medialer Aufmerksamkeit und in der Debatte stehend eine große Rolle spielt, kann man diskutieren, wäre für mich aber erstmal spekulativ. Dafür kenne ich ihn persönlich viel zu wenig, eigentlich gar nicht, und kenne ihn nur in seinen Auftritten. Und wie ich das mitbekomme, gibt es ein großes Kopfschütteln innerhalb der Grünen, wo man sich auch oft fragt, so, muss der denn jetzt permanent immer wieder diese Rolle spielen, dass man vermeintlich Tabuisiertes jetzt enttabuisieren müsste, wo ich auch das im Übrigen Diskursstrategie finde, dass immer wieder betont wird, man kann darüber nicht reden, das ist ein Tabu. Dieses Argument, ein Tabubrecher zu sein, ist für mich eigentlich eher Etikettenschwindel, weil es eigentlich wegblendet, dass man keine Tabu brechen will, sondern Ressentiments virtualisieren möchte. Ja, weder Stimmen auch einzufangen, und das ist eigentlich halt einfach ein großes Problem bei diesen Parteien, ja, von CDU oder SPD und Grünen, wenn ich mir so die letzten Jahrzehnte anschaue, ja, dass es auch immer darum ging, mit rechten Aussagen eben halt auch diese Mitte einzufangen oder mit Positionen auch. Also ich nehme an, dass ich bei Boris Palmer auch seine Bewegung ist und wie viel Porzellan er damit zerschlagen wird, finde ich einfach ja, ganz schwierig. Ja, mit der Strategie, so Wählerinnen und Wähler abzuholen, wissen wir eigentlich, verschiebt man die Republik nach rechts. Das ist so banal, dass man das eigentlich schon kaum noch thematisiert, weil das immer wieder in den letzten Jahrzehnten so passiert ist. Wenn man versucht, rechte Parteien rechts zu überholen, verschiebt man die Gesellschaft nach rechts. Man macht rechte Position, rechte Ressentiments, Salon, stammtischfähig. Ich habe eine fortgeschrittene Zeit und noch 4 Fortmeldungen, die ich auf jeden Fall noch dran nehmen werde. Ich fange mal hier an, dann darüber, dann hier und dann hier. Bitte schön. Ich fand es ja, wie Sie auch zusammengefasst haben, wie dieses Agenda-Setting funktioniert in der Rechten. Also auch jetzt dieser Begriff von Cancel Culture, der dann aufgenommen wird, wie Alexander Kluge, was ich äußerst bedenklich finde, ist sehr stark, also einfach wirklich etwas, was einen sehr, sehr traurig macht. In dem Moment, wo man eigentlich eher sieht, dass Feminismus oder inklusiver Feminismus oder auch die Bewegung Black Lives Matter in anderen Ländern, sich Rederaum erkämpft, dass dann sofort dieser Versuch kommt, wieder also bestimmte Teilhabe unmöglich zu machen und diese Begriffsumkehrung eigentlich stattfindet. Das fand ich ziemlich gut, dass mich, wie Sie das aufgezeigt haben, dass mich wundert ist, dass es eben auch den Parteien nicht gelingt. Also scheint es eine ganz große Fähigkeit zu geben, dieses Agenda-Setting auf ihre Art und Weise in die Hand zu nehmen und eigentlich diese, auch das, was ja auch lange schon analysiert worden ist, also das Auseinanderbrechen der Schichten oder besser gesagt so gesellschaftliche Schichten, die sich durch unterschiedlich einbringen, zum Beispiel zu lösen. Dass jetzt Akademiker im Sinne genommen sehr gut verdienen, also dass die Schichten anders zusammengesetzt sind, dass das für eine große Unsicherheit sorgt in der Bevölkerung, dass es gelingt, nicht in den Parteien
Solidarität oder einen Zusammenhalt und Zusammengehörigkeit herzustellen durch das Ansprechen dieser Situation. Das Einzige, was man beobachtet, ist eben, wie gesagt, auch schon das Abgreifen rechter Bevölkerungsgruppen, beispielsweise durch die SPD, durch die CDU, weil man sich dann versucht, der AfD näher zu finden und dadurch mit der Wähler zu befinden. Aber eben nicht auf eine positive, eingewählte Art und Weise. Also kein Setzen an eigenen. Hier nochmal die Frage nach der politischen Verantwortung, insbesondere der Parteien, sozusagen nicht richtig adäquat zu reagieren auf das Agenda-Setting der neuen Rechten und auch nicht sozusagen adäquat politisch inhaltlich zu reagieren mit einer, ich nenne es jetzt mal zugespitzt, sozialpolitischen Antwort auf die Herausforderung, vor allem in dieser sozialen Spaltung unserer Gesellschaft. Ja, und zu Beginn wurde nochmal nach der Cancel-Kultur gefragt. Ich finde es wirklich auch erschütternd, wie das funktioniert und vor allem, weil in den sozialen Netzwerken insbesondere Frauen dort auch fast kampagnenartig mundtot gemacht werden, eben auch mit brutalsten Formulierungen und sexistischen Aufladungen. Und da merkt man eben auch wieder, wie weit man sich da vorwagt und offensichtlich eben auch denkt, dass man das wieder alles so, dass man das so machen kann. Bei dem Agenda-Setting bin ich auch immer wieder ein bisschen überrascht, weil eigentlich Studien immer wieder auch belegt haben, dass die Menschen nicht nur wegen Geflüchtete Sorgen haben, sondern das Ranking ist ein anderes. Das ist nämlich genau die soziale Verunsicherung, es ist die Digitalisierung der Arbeitswelt, es ist die Wohnungssituation und es ist die Rente. Man kann noch Bildung ergänzen, im Setting muss man jetzt ein bisschen genauer sein. Und da fände ich schon interessant, dass man da eigentlich diese Themen, aber auch in den Medien, in den Talkshows auch nicht so abruft. Und in dem Zusammenhalt könnte man eigentlich dann meines Erachtens recht gut herausarbeiten, dass hier unter anderem die AfD so gut wie gar nichts zu sagen hat. Da haben sie kaum Positionen. Positionen sind teilweise diametral gegeneinander. Man streitet sich da intern. Da könnte man eigentlich auch zeigen, wie diese AfD eigentlich inhaltlich verfasst ist. Neben der Frage von Revanchismus, Sexismus und anderen rechten Ressentiments könnte man hier auch ihre Sprachlosigkeit sichtbar werden lassen. Und das findet eigentlich kaum statt. Und ich befürchte, auch aktuell erleben wir das ja gerade, wegen dem Brand der Flüchtlingsunterkunft in Griechenland, wie massiv jetzt das Thema wieder besetzt wird von ihnen und da auch, wenn man das auf Twitter verfolgt, ein Zuspruch erfolgt, wo man wirklich merkt, es ist wieder zu befürchten, dass das Thema wird, was jetzt hier gerade alles überlagern könnte. Und da würde ich eher hoffen, dass man dem entgegenwirkt. Vielen Dank. Hier eine Wortmeldung. Experte in der Situation sind. Ich möchte gerne wissen, also wie sind Ihre Erfahrungen und wie kann man dagegen steuern? Was können wir selbst machen, dass es das nicht muss? Hier nochmal die Frage nach auch Verantwortung oder sozusagen, was kann man denn tun, weil es ist ja auch sehr besorglich oder kann man sich ja sehr sorgen über diese Entwicklungen, die ja hier stattfinden. Was können wir als Einzelne tun, als Parteien, haben wir schon vorhin gehört, was kann man tun? Naja, man muss sich, glaube ich, erstmal analytisch eingestehen, dass was wir heute erleben, diese Situation kam nicht von jetzt auf eben, sondern ist langwierigen gesellschaftlichen Prozessen, sozioökonomischer, politisch-diskursiver geschuldet. Damit möchte ich andeuten, dass der Weg davon weg auch ein langer sein kann. Und die Akteurinnen und Akteure, die diesen Weg sozusagen unterbrechen wollen, auf verschiedensten Ebenen wirken müssen. Und das mit einem langen Atem. Wir haben benannt, das Agenda-Setting der AfD sollten die Parteien durchbrechen, sollten die Medien durchbrechen. Wir haben benannt, dass jeder Einzelne da, wo er Mut, Laune hat, auch im Kleinen sagt, mir reicht das, ich will das nicht mehr hören. Natürlich müssen wir auch darüber diskutieren, inwieweit die Bereiche Wirtschaftspolitik und die Umsetzung von sozialen Maßnahmen tatsächlich immer noch zu einer weiteren Deklassierung führen, wie weit wirtschaftliche Konzepte Elitenvorrechte weiter schützen,
Das sind, glaube ich, Prozesse, die wirklich ganz langwierig sind. Und gleichzeitig will ich das jetzt gar nicht so negativ stehen lassen, weil interessanterweise ist es ja, dass wir gesamtgesellschaftlich auch erleben, dass aus verschiedensten Bereichen der Leute sagen, stopp, jetzt reicht's. Und das ist auch ein Punkt, den man bei solchen Diskussionen nicht ganz vergessen sollte. Die sind unglaublich laut, aggressiv und radikal, aber sie sind nicht die Mehrheit. Ich weiß auch, die NSDAP hatte auch nicht die Mehrheit bei Wahlergebnissen und hat die Macht in die Hand bekommen und übergeben bekommen. Aber man sollte sich eben davon nicht einschüchtern lassen, dass man da eben wirklich selbst etwas sehen kann. Und vielleicht ist da dann auch der Aspekt nicht unwichtig, dass ich auch ein wenig den Eindruck habe, die sind so laut, so aggressiv, so radikal, weil sie in den letzten Jahrzehnten einfach auch unglaublich viel Terrain verloren haben. Ja, wir haben noch nie eine so freie Lebensweise in Deutschland gehabt. Und dass da viele jetzt sagen, es reicht mir. Wir sollen immer mehr Geflüchtete aufnehmen. Wir sollen Diversitäten ertragen. Alles darf hinterfragt werden. Und mein Schnitzel wird mir auch nicht mehr gegönnt. Dass da irgendwie auch ein Backslash kommt, war eigentlich zu erwarten. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo ich denke, dass wir uns jetzt sicher werden müssen, dass wir eigentlich das, was gesellschaftlich erstritten und erkämpft worden ist, eben auch jetzt weiter verteidigt werden muss. Und da, glaube ich, müssen wir einfach nur inhaltlich besser vorbereitet sein. Das habe ich am Anfang ein bisschen gemeint. Ich glaube, wir waren von der neuen Rechten überrascht, weil wir eben dieses Klischeebild hatten, Rechtsextreme, ja Gott, das sind so dumme Jungs und Mädchen. Ich sage es nochmal, Rechtsextremismus war immer militant, radikal und intellektuell. Vielen Dank. Ich habe noch zwei Wortmeldungen, die zwei möchte ich dran nehmen, bevor wir dann wirklich auch aufgehen müssen aus den Räumlichkeiten hier. Einmal hier, bitteschön. Ich heiße Abdelhamid Mahauf, seit 1977 wohne ich in Karlsruhe. Meine Frage ist erstmal der Begriff Reichsbürger. Bin ich erst bewusst geworden im Dezember von 2019. Als ich im Chor war, waren zwei ältere Damen mit mir am Tisch. Und da kam noch ein neuer Mann und der hat einfach so verherrlicht, ja, wie gut dieser Reichsbürger ist, dass diese Bundesrepublik Deutschland nicht mehr länger existieren wird. Diese ganze Verfassung fast gar nicht existiert. Das ist nur so. Ja, und die werden bald abgewählt, ja, diese Republik nicht mehr existiert. Und ich war natürlich erschrocken. Ich habe mit den zwei Damen darüber dann unterhalten und ich war total erschrocken. Was hat er da erzählt? Ich weiß nicht, mit so einem Menschen würde ich es haben. Und das war wirklich erschreckend. Und für mich war was Neues. Ich kenne überhaupt diese Reichsbürger. Und ich denke immer, dass die eine Verfassungsschutz da ist, dass die Leute beobachtet werden, wenn sie irgendwo in eine falsche Bahn geraten sind. Ne? Und auf einmal höre ich, dass bald, wie sagt man, der Insider, dass bald langsam Deutschland zu einem Land wird, die nur mit einem, ja, also mit Gewalt beherrscht ist, wie damals in der 50er Jahre. Deswegen frage ich jetzt nochmal. Die Frage lautet, wie viel Angst muss ich dann haben, um überhaupt solche, ja, also, weil dieser Insider schon wieder vor. Wenn man vorgesagt hat, ne? Soll ich gleich mal einen Koffer packen? So verstehen die, wie sehen das? Und wie strukturiert sind diese Organisationen oder dieser Reichsbürger in Landesrecht? Hier nochmal die Frage nach den Reichsbürgern und die einem wirklich, wirklich Angst machen können in dem eigenen Land, in dem man hier lebt, demokratisch und frei. Muss man die Koffer packen und flüchten? Die Reichsbürger sind wirklich unglaublich speziell. Und da ist auch eine harte Rhetorik, wo ich völlig nachvollziehen kann, dass man da verschreckt ist und verängstigt ist. Die Frage, ob man den Koffer packen muss, glaube ich, stellen sich mittlerweile viel mehr Menschen, als wir denken. Und viel mehr Menschen haben schon längst Ausweichmechanismen entwickelt, damit sie nicht in irgendeiner Weise im Alltag mit Rechten aneinander geraten können. Ich erlebe oft, bitte jetzt nicht falsch verstehen, ja, wenn man über rechte Strukturen vor Ort mit Verwaltung, Bürgermeisteramt spricht, dass die im ersten Moment sagen, das gibt's bei uns gar nicht so.
Ja, da kann man unterstellen oder annehmen, das ist so ein Abwehrmechanismus. Bei uns gibt es das nicht. Unsere Jungs sind nicht so. Unser Sportverein ist nicht so. Das kann auch eine Rolle spielen, will ich gar nicht bestreiten. Mir ist aber auch aufgefallen, dass die beispielsweise die Personen, die dort tätig sind, einen ganz anderen Alltag haben als Jugendliche. Die fahren nicht mit dem Bus rum. Die fahren mit dem Auto. Die sehen dann natürlich nicht die Aufkleber an der Bushaltestelle, um das mal so ein bisschen plakativ werden zu lassen. Tatsächlich kenne ich auch viele Menschen, die sich fragen, wo ist der Punkt, wo man sagt, man sollte gehen. Ich glaube, das kann man nicht beantworten in der jetzigen Situation. Ich möchte damit nicht andeuten, dass ich denke, dass von heute auf morgen diese Republik kippt, aber wir erleben eine Radikalisierung und wir haben heute nicht groß darüber gesprochen, dass wir eben auch mittlerweile einen Rechtsterrorismus in Deutschland haben, der jederzeit, wenn die Personen es wollen, morden kann. Erfreulich ist daran nur eins, dass der Bundesinnenminister nun endlich auch mal eingeräumt hat, Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung in Deutschland. Ich will jetzt nicht sagen, wie lange das gedauert hat. Und ob da so die Konsequenzen auch alle draus gezogen werden. Aber kurz gesagt, wenn wir in der aktuellen Situation gehen, überlassen wir ihnen das Feld. Und ich hatte eher dafür plädiert, wir gehen ins Feld, jetzt auch mal in deren soldatischen Sprache, stellen sie und haben die besseren Argumente und dann rücken sie ab. Das wäre fast ein Schlusswort. Und für alle die noch nicht damit begonnen haben, dann beginnen wir jetzt damit. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich noch zulassen kann. Bitte schön. Ja, meine Frage bezieht sich auf Ihre Aussage, dass Sie gesagt haben, dass die AfD die Jugendlichen nicht erreicht. Ich erlaube mir, den Satz noch zu beenden und zu sagen, dass keine Partei erreicht die Jugend heute. Nicht nur die AfD. Und ich sage auch eine Frage dazu, dass die Jugend nicht verwirrt einfach. Weil sie wird einfach sprachlich verwirrt, weil die Begriffe werden von allen Seiten gleich benutzt. Sie wissen gar nicht, wer meint was mit einem Begriff. Jeder benutzt in seiner Richtung. Also sind sie sprachlich verwirrt. Und dann werden wir auch verwirrt von der medialen Präsenz aller dieser extremen Gruppierungen, weil die mediale Präsenz macht aus ihren Gruppierungen promimäßige Art. Also es gibt Jugend verwirrt. Und ich finde, dass Jugend unsere Möglichkeit, aus diesem Spagat herauszukommen. Seit ich in Deutschland bin, ist die Diskussion gleich, der Diskurs gleich. Die Rechtsextreme bewegen sich und entwickeln ihre Strategien und wir reagieren aber immer gleich. Die Mehrheitsgesellschaft hat die gleiche Reaktion, Empörung, wie könnte das? Ich Deutsche bin doch nicht gar nicht so. Immer die gleiche Reaktion und ich frage, in welcher Verantwortung liegt diese Jugend? Von morgen. Wir haben eine Verantwortung und wir müssen diese Jugend so vorbereiten, dass wir eine andere Deutschland haben. Eine andere Deutschland, die auch anders auf diese Extreme reagiert. Und sehen Sie denn, weil Sie sagen auch, dass die Medien gehen in der Konzept der AfD und spielen die Rolle, die AfD vorgeschrieben oder Rechtsextreme vorgeschrieben haben. So sehen denn Sie die Verantwortung der Medien. Was kann die Medien machen, dass diese Jugend doch nicht mehr so verwirrt ist? Mal noch zwei Aspekte zum Thema Jugend und das finde ich auch wirklich einen schönen Abschluss der heutigen Veranstaltung. Die Jugend, die unsere Zukunft sind, die verwirrt sind auch sprachlich, weil viele Punkte werden sprachlich von sehr vielen verschiedenen Gruppierungen gleich benutzt und einerseits und andererseits von Parteien auch gar nicht mehr erreicht werden, von keinen Parteien oder mehrheitlich keinen Parteien mehr erreicht werden. Aber und dann der dritte Punkt, die Medien. Wie erreichen denn eigentlich die Medien diese jungen Menschen, die weiterhin vielleicht für die Freiheit und die parlamentarische Demokratie und das Grundgesetz Deutschlands doch gerade stehen können und sollten? Was ich gemeint hatte, ist tatsächlich, dass wir immer den Blick bei diesem Thema sehr schnell im Jugendbereich haben. Und das wollte ich hinterfragen. Ja, weil die Wählerschaft der AfD ist eben nicht die Jugend. Dass die Jugend als Begriff schon unglücklich ist, dass es viel ausdifferenzierter ist, ist uns allen bewusst. Wenn wir aber auf Wahlen schauen, wählen junge Leute überwiegend aktuell Grün. Und gleichzeitig haben wir das Phänomen in den sozialen Medien, dass tatsächlich eben die Angebote enorm sind aus dem rechten Spektrum, wo wir dann auch erleben können, das hatte ich angedeutet, dass rechte Risse und die morgens bestimmte Argumentationsketten gar nicht als Rechte beispielsweise mehr erkannt werden
oder eben doch einfach weiter kolportiert werden. Und da, glaube ich, ist wirklich die Frage von pädagogischen Auffangen, Aufarbeiten und vor allem von Quellenkritik dringend geboten, wo ich wirklich manchmal das Gefühl habe, guckt euch doch einfach mal an, wo kommt das eigentlich her? Das könnte schon helfen, das einzuordnen. Die Rolle der Medien, ich habe schon angedeutet, dass die Frage des Agenda-Settings eine zentrale ist. Man muss hier aber auch einschränkend sagen, es wird immer von Lügenpresse gesprochen in diesem Milieu, aber de facto ist es doch schon längst so, dass über die eigenen sozialen Medien dieses Milieus es gar nicht möglich ist, irgendetwas nicht zu thematisieren, weil es in den Medien nicht vorkommt. Das ist mittlerweile meiner Meinung nach eine Überschätzung von früheren Mediensituationen in der Bundesrepublik. Das haben wir aber heute nicht mehr. Wer sich informieren will, findet seine Kanäle jenseits öffentlich-rechtlicher Medien oder den renommierten Zeitungen beispielsweise. Also ich glaube, selbstkritisch müssen wir natürlich als Journalistin und Journalistin sein. Wann berichten wir, wie fangen wir was ein, welche Themen setzen wir und so weiter. Aber wir sollten nicht glauben, dass wir noch bestimmen können, welche Debatten durch Informationen, die direkt fließen, und das ist genau die Strategie der AfD, das ist die Strategie der Identitären Bewegung und der Neuen Rechten. Das Institut für Staatspolitik hat nicht ohne Grund auch eine eigene Webseite, wo sie regelmäßig publizistisch tätig sind. Das ist meines Erachtens nicht zu unterschätzen, wie weit diese eigenen aufgebauten Echoräume in diesem Milieu viel dominierender für die Menschen sind, weil sie das Interesse daran haben und sich dann sozusagen weiter und weiter daran bewegen und irgendwann auch wirklich glauben, dass alles stimmt da, weil das sagen da ja alle. Das nimmt nicht raus, um es nochmal deutlich zu sagen, dass die Medien selbstkritisch sein sollten, aber wir müssen uns, glaube ich, auch damit auseinandersetzen, dass das Medienverhalten ein anderes ist, dass es massive Angebote aus diesem Milieu gibt, weswegen ich daran eher denke, dass in der Präventionsarbeit hier genauer auch geschaut werden sollte, inwieweit das, was dort gesehen wird, eingeordnet werden kann. Vielen Dank, Herr Speit, sehr geehrte Damen und Herren. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren, dass Sie uns inspiriert haben. Herr Speit, ich danke Ihnen sehr für Ihre langjährige Arbeit, dass Sie hier aus Hamburg heute hergekommen sind, zu uns in den Süden, in den warmen Süden. Wir haben einen Bücherstand vorbereitet, weil ich habe dieses Buch, Das Netzwerk der Identitären, heute zur Vorbereitung gelesen und ich kann es Ihnen sehr, sehr empfehlen, wenn Sie das Thema interessiert. Es ist wirklich sehr, sehr fundiert und zeigt uns die komplette Bandbreite, auch das allein das wunderbare Vorwort, aus dem Sie vorhin ein bisschen gelesen haben. Wir haben nicht sehr viele Bücher dabei, aber ein paar für Sie, wenn es Sie interessiert. Kommen Sie gut nach Hause. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Speit. Danke.